begrüße Sie alle ganz herzlich nach der langen Sommerpause zu unserem ersten Vortrag im Rahmen der Wege zu einer Kultur des Friedens. Wir haben hinten unsere Veranstaltungsliste, die von August bis Januar jetzt reicht. Da können Sie, wenn Sie nachher mögen, auch die Veranstaltung mitnehmen, sodass Sie die neuen Termine auch wieder haben. Und aus gegebenem Anlass sage ich noch mal ganz deutlich, Beginn ist immer 19 Uhr. Ich weiß nicht, warum immer 18.30 Uhr durch die Gegend fliegt. In der Zeitung auch. Aber ich habe es doch an die Zeitung gemeldet mit 19 Uhr. 18.30 Uhr. Also ich verstehe es jetzt manchmal nicht mehr. 19 Uhr, einige waren ganz früh da und mussten jetzt sehr lange warten. Also ich freue mich über Ihr Kommen und ich freue mich ganz besonders, dass wir hier Claudia Heid begrüßen können zu diesem Vortrag Feindbilder, ihre Konstruktion und so weiter. Feindbilder, ganz wichtig, gerade in der heutigen Zeit. Wir haben da hinten ein neues Poster, da steht was von Kriegstreiberei. Das ist von dem Herrn hierher gebracht worden. Also Feindbilder, ganz wichtig, nicht ganz aktuell. Claudia Heid, ganz interessant. Sie kommt aus einer ganz anderen Ecke. Sie hat Religionswissenschaften studiert und Soziologie. Ein ganz neuer Ansatz, nicht Politik und Wissenschaften, Wirtschaftswissenschaften, sondern aus der ganz anderen Ecke. Das freut mich sehr. Sie ist Hochschuldozentin an einer Hochschule für Sozialwissenschaften. Das heißt, sie bildet Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter aus. Und ganz wichtig für uns, sie ist im Vorstand von der Informationsstelle Militarisierung und im Vorstand der Linken. Wir haben hier schon gemerkt, ne, das sind Leute, die kennen sich ja untereinander, das ist alles toll. Gut, Ihre Arbeit bei der EMI ganz wertvoll, es geht um Militarisierung. Es ist ein neues Buch herausgegeben worden, die Militarisierung der EU, der unaufhaltsame Weg Europas zur militärischen Großmacht. Das ist das neueste Buch. Vorgänger war Globalisierung und Krieg. Das steht bei mir im Bücherregal. Und also Ihre Arbeit ist schon, geht immer so am Militär entlang. Es geht natürlich darum, wie können wir den Frieden erhalten. Wir wollen keine Militarisierung. Und interessant finde ich zum Beispiel auch einen Bericht über den Moorbrand. Eine Untersuchung über den Moorbrand hier in der Heide, war ja nicht so weit von uns, über Bahn und Bundeswehr und die Zusammenhänge. Wieso kann so ein Moorbrand entstehen und so lange Zeit nicht gelöscht werden können? Ist ja auch interessant. Und also ich freue mich heute, Sie hier zu haben und gebe ihr das Wort. Vielen Dank. Danke schön. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich für die Einladung. Immer wenn ich über Feindbilder rede, dann treffen sich bei mir die politisch-aktivistische Seite mit meiner wissenschaftlichen Profession. Und ich freue mich deswegen auch ganz gerne, darüber irgendwas erzählen zu können. Schlussendlich wird man am Ende dieses Beitrags merken, dass ich vieles zu berichten habe, was deprimierend macht. Trotzdem bin ich ein optimistischer Mensch und deswegen die Ergänzung zum aktuellen Buch, was ich mit Jürgen Wagner zusammengeschrieben habe, das hat eigentlich zwei Untertitel, nämlich der unaufhaltsame Weg Europas zur Großmacht, aber das Un ist in Klammer. Man kann es also auch lesen als der aufhaltsame Weg zur Großmacht. Ich denke, politische Prozesse sind nie determiniert. Es gibt Interessen, sie in eine Richtung zu lenken, aber es liegt auch an uns, ob wir das mitmachen oder nicht. Deswegen ist mir das Optimistische, also wir können die Welt verändern, sie ist nicht einfach ein für alle Mal auf einem gewissen Gleis gesetzt, sondern wir haben Möglichkeiten, es auch anders zu machen. Das wird auch durchscheinen bei dem, was ich sage. Klar ist es, dass wir gegen Medienkonzerne nur begrenzt stark sind, aber nichtsdestotrotz, wir sind auch nicht machtlos.
kein Krieg funktioniert ohne Feindbilder. Also ich werde nicht massenhaft meine Nachbarn umbringen, wenn ich im Geiste normal bin. Es gibt immer Menschen, die das nicht sind. Aber wenn ich ein normaler, sozialer Mensch bin, werde ich das nicht tun. Wir haben zum Glück als Menschen Tötungsschwellen. Das haben auch andere Lebewesen, dass es solche Tötungsschwellen gibt gegenüber Artgenossen. Und das ist auch gut so. Das ist ein zivilisatorischer Fortschritt, dass wir da diese Hemmschwelle haben. Sprich, Krieg funktioniert nur, wenn diese Hemmschwelle überwunden wird. Also wenn ich aus dem anderen Menschen einen Fremden mache und wenn ich ihn von einem Menschen zu einem Untermenschen mache, was historisch häufig genug passiert ist, oder wenn ich mir sage, okay, sind schon Menschen, aber denen geht es eh so schlecht, wenn wir dann gegen sie Krieg führen und sie von irgendwelchen Tyrannen befreien, dann sterben vielleicht Millionen davon, aber den Überlebenden geht es hinterher besser. Also ich brauche solche absurden Bilder im Kopf, damit ich mich auf Krieg einlassen kann oder damit genügend viele Menschen in diesen Kriegen mitkämpfen. Und deswegen ist Feindbilder, Entmenschlichung sind typische Mechanismen, die notwendig sind, um überhaupt Kriege führen zu können. Und zwar wird es das auch sein, selbst wenn der Krieg noch so sehr automatisiert wird, weil Gesellschaften akzeptieren müssen, zum Beispiel, dass Mittel für Krieg zur Verfügung gestellt wird. Es ist sehr teuer. Und im Gegensatz zu dem Mythos, der immer wieder und wieder wiederholt wird und deswegen auch so eine Art Wahrheit gewinnt, der Mythos, die Bundeswehr wäre totgespart oder kaputtgespart, das ist totaler Quatsch. Sie hat wirklich mit einer kleinen Delle Anfang der 90er Jahre seither immer jedes Jahr mehr und mehr und deutlich mehr Geld bekommen. Und für die Älteren unter uns wissen Sie, das war damals weniger Geld für mehr Soldaten und mehr Kasernen. Und heute deutlich weniger Kasernen und deutlich weniger Soldaten, also im Groben um die Hälfte reduziert, aber trotzdem braucht man mehr Geld. Warum braucht man mehr Geld? Weil mehr Waffensysteme. Die Technik teurer. Genau, Technik teurer und natürlich die Einsätze out of area sorgen dafür, also out of area klingt ja auch so harmlos, schlussendlich Kriegs- und Besatzungseinsätze in Afghanistan, Mali und so weiter. All das setzt eine Gesellschaft voraus, die akzeptiert, dass das notwendig ist. Dass irgendwo anders etwas, was wir hier als nicht normal akzeptieren würden, hoffe ich doch mal, nämlich dass die Bundeswehr irgendein politisches Problem löst, dass wir das woanders akzeptieren. Und das klappt relativ gut, wenn wir an Feindbilder herangehen. Und ich hatte mich schon beinahe gefreut vor 2 Tagen, als in der Tagesschau im Kontext dieser Kriegsvorbereitung gegen den Iran das Thema Feindbild eine Meldung wert war, den Macher in der Tagesschau. Und dann habe ich es zuerst falsch gelesen. Habe mich gefreut, dass so über die Fragestellung, wie in den USA das Feindbild des Iran Grundlage dafür ist, wie die Politik gestrickt wird. Und dummerweise habe ich es leider falsch gelesen. Das heißt andersrum, wie das Feindbild USA kultiviert wird. Also es wird berichtet über die gesellschaftliche Stimmung im Iran gegenüber den USA. Also es ist sicherlich kein besonders freundliches Bild in der Mehrheit der Gesellschaft im Iran vorhanden. Ich glaube, hätte die USA die gleiche Erfahrung der Einmischung durch iranische Menschen in den USA, wie es iranische Menschen durch die USA in ihrem Land hätten, dann wäre das Bild auch nicht sehr freundlich. Also man, für die, die es nicht wissen, in den 50er Jahren wurde Mossadegh durch einen vom CIA angestifteten Aufstand gestürzt und umgebracht. Danach wurde Saddam Hussein als bewaffneter Feind gegen den Iran aufgebaut, mit Chemiewaffen ausgerüstet. Nicht nur aus den USA, auch aus Deutschland, muss man der Vollständigkeit halber sagen. Und es ging so weiter und so fort. Also viele Millionen Menschen haben ihr Leben verloren im Iran wegen der Politik der USA. Und es gab nie einen Aussöhnungsprozess, der ja immer dazugehört, wenn ich Feindbilder abbauen will. Und daher ist es vielleicht nicht schön, um Feindbilder abzubauen, wenn dann da steht, down with USA an den großen Häuserwänden, aber es ist nachvollziehbar, wie es dazu kommt. Und ich glaube, dieses Nachvollziehen gehört dazu, wenn wir etwas verändern wollen an der Politik. Und nochmal zurück zum Eingang. Das ist ein Bild aus dem Jahr 1870. Das ist eine Karte, die wurde dann zu Beginn des Ersten Weltkriegs wieder aufgelegt. Das ist ein alter, relativ alter Holzstich, der dann wieder aufgelegt worden ist.
jeder Schuss ein Russ, jeder Stoß ein Franzos. Und passt du wieder. Und ja und nein, diese beiden Feindbilder zeigen, dass Geschichte nicht unabänderlich ist. Im Verhältnis zu Frankreich haben wir uns viel Mühe gegeben, Aussöhnung zu machen. Dafür zu sorgen, dass die jungen Menschen aus den Schulen gegenseitig sich kennenlernen, dass es Schüleraustausch gibt, dass es Studierendenaustausch gibt, dass man erfährt, wie die Geschichte der jeweils anderen ist, dass man die anderen respektiert. Und zwar sowohl auf französischer Seite, die sehr viel mehr zu vergeben hatten als ja, umgedreht, und als auch auf deutscher Seite. Es funktioniert ziemlich gut. Dieses Feindbild Frankreich gibt es nicht mehr. Aber Vergleichbares ist mit Russland nie passiert. Man hat sich hier in Deutschland nie die Mühe gemacht zu überlegen, was es bedeutet, dass 23 oder 24 Millionen russische Menschen oder man sollte sagen sowjetische Menschen, es gehört nach Ukraine und so weiter dazu, gestorben sind im Zweiten Weltkrieg durch die Politik Adolf Hitlers und deswegen auch eine tiefe Betroffenheit in der Gesellschaft in Russland da ist und Gesten der Aussöhnung dringend notwendig wären. Aber wir wissen, wie das Feindbild Russland in der Zwischenzeit wieder aufgebaut wird und man kann eben zurückgreifen auf tradierte Bilder, die bereits da waren. Es klappt besser, Feindbilder nicht neu zu erfinden, sondern solche aufzugreifen, die es schon mal historisch gegeben hat. Deswegen, Feindbilder kommen nicht einfach so, sondern entwickeln sich Stück für Stück. Feindbilder passieren fast automatisch oder Fremdbilder oder Bilder vom anderen gibt es fast automatisch immer, weil wir ja über unser Gegenüber, selbst wenn wir es jetzt personell sehen, nicht besonders viel wissen häufig genug. Also können sich Bilder einschleichen. Ich habe hier mal Bilder mitgebracht, die so eher aus dem wissenschaftlichen Kontext kommen. Und man fängt am besten bei dem Lesen dieser Grafik hier oben an. Das Erste, was wir fragen müssen, ist das Bild, was man von sich selber hat, eigentlich korrekt? Bin ich wirklich so, wie ich mich gerne sehen will? Das gilt für Individuen, gilt für ganze Nationen, das gilt für Länder, das gilt für Bündnisse. Also ist die NATO wirklich das Bündnis, was Freiheit verteidigt? Oder ist Deutschland wirklich das Land, in dem wir alle Demonstrationsfreiheiten und sonstigen Freiheiten haben? Also gelten hier alle Rechte für alle? All diese Fragen lohnt sich immer zu stellen bei den Selbstbildern, weil die ja die Folie sind, vor der wir dann die anderen sehen. Gilt natürlich auch für das jeweilige Gegenüber, dass sich das für alle Seiten immer lohnt, zu hinterfragen, stimmt eigentlich mein Selbstbild? Bin ich wirklich tolerant? Sind wir wirklich zivilisiert? Und Fehlerquelle ist bei jedem da, also wie gesagt individuell und kollektiv. Fehlerquelle wird größer, wenn es um Fremdbilder geht, also das Bild, was ich von jeweils anderen habe. Also will Russland wirklich den Westen angreifen? Ja, nein. Ganz banal kann man sagen, würde Russland wirklich zum Beispiel einmarschieren in den baltischen Staaten, braucht das dafür so viel Militär, dass es seine gesamte Ostflanke offen hat und die USA fast aus dem Osten bis Moskau durchmarschieren können, wird hier nicht diskutiert. Also das ist so eines der typischen Fremdbilder Russland gegenüber, was hier da ist, was aber niemals ernsthaft hinterfragt wird. Und was ich jetzt sage, kann man auch einfach dadurch nachvollziehen, dass wenn man die Zahlen hat, okay, Russland gibt sein Geld effektiver aus im Militärbereich, aber es gibt weniger Geld aus in diesem laufenden Jahr für sein Militär, als Frankreich fürs Militär ausgibt. Das sind sogar Größenordnungen, die man im Kopf haben muss. Das heißt, dieses Aggressionspotenzial, was diskutiert wird, lohnt sich zu hinterfragen, ist es wirklich da? Also die Bilder der jeweils anderen sind, kennt jeder aus Partnerschaften, dass das Bild, was ich vom anderen habe, merkt man, ja, vielleicht doch nicht ganz gestimmt. Also im Positiven und im Negativen kann alles sein, kann in jeder Beziehung sein und ist eben in Beziehungen zwischen Staaten auch etwas, was ich hinterfragen muss. Sind die anderen wirklich die Barbaren? Sind die anderen wirklich so aggressiv, wie ich sie sehen will? Sind sie wirklich irrational und unmenschlich oder hat es eben auch eine Rationalität, wie bestimmte Länder agieren? Also das Hinterfragen von Bildern ist sehr lehrreich, wenn ich es systematisch mache. Und besonders groß ist die Fehlerquelle, wenn ich hier auf die unterste Ebene komme. Also wenn ich mir überlege, wie mein jeweiliger Gegner mich wohl sieht. Also denkt der, ich bin schwach, wenn ich jetzt keinen Krieg führe. Das ist also das Typische. Häufig genug nein. Aber
das sind Annahmen, die sich dann im Zweifelsfall gegenseitig bestärken und verstärken. Wir haben es ja gerade mit der Frage Freiheit der Seefahrt am Persischen Golf. Die Agenda, die gerade innerhalb der EU-Staaten, aber auch bei den USA diskutiert wird, ist, der Iran tanzt uns auf der Nase herum und verhindert unsere Spielregeln und sieht uns als schwach, wenn wir da nicht mit Militär vor Ort präsent sind und auch Stärke zeigen. Das ist so die typische Herangehensweise, während die iranische Agenda wieder eine andere ist und vielleicht auch spiegelbildlich dazu funktioniert. Und wenn ich bei diesen jeweiligen Bildern stehen bleibe, ist die Eskalationsgefahr riesengroß. Und vielleicht haben ein paar jetzt auch die Überschrift schon gelesen, das zeigt noch, hier bei dieser Grafik geht man ja davon aus, ist eine Debatte auf Augenhöhe. Also sind gleich starke Gegenüber, die sich falsch wahrnehmen und in eine Eskalation reingeraten. Diese Eskalationsgefahr ist sehr viel größer, wenn wir sie diskutieren zwischen ungleichen Partnern, zwischen sehr starken und sehr schwachen Partnern. Man kann das aus gruppenpsychologischen Experimenten mit Schülern wunderschön nachspielen, für jemanden, der vielleicht auch mal Lust hat, solche Dinge zu machen. Wenn man von einer Gruppe von 30 Schülern 10 einen Stuhl gibt und sich draufstellen lässt auf den Stuhl und sie auf die anderen runtergucken können und Befehle geben können, dann fühlen die sich sehr schnell sehr stark und die anderen sehr schnell sehr schwach. Und die Schwachen haben dann das Gefühl, wenn sie den Starken den Stuhl wegkicken, es ist nur ausgleichende Gerechtigkeit, aber keine Gewalt gegen die Starken. Und solche Wahrnehmungen von Stärke und Schwäche, die ja durchaus auch eine Begründung haben, eskalieren wesentlich mehr und müssen immer mit bedacht werden, wenn ich eine Situation sehe. Also dummerweise wird es selten genug gemacht von den Medien. Ich bringe jetzt mal ein ganz aktuelles Beispiel. Das ist US-Berichterstattung in vielen Bereichen genauso zu finden, wo auch gezeigt wird, welche Gefahr es durch den Iran gibt. Also wir kennen die Debatte über Gefahr für Israel, aber das, was jetzt hier ganz aktuell diskutiert wird, ist vor allem die Gefahr für die Seefahrt im Persischen Golf, aber auch für die Gefahr der US-Militärpräsenz in der Region. Wird hier aufgezeigt, welche der US-Stützpunkte, interessant, wie viel es gibt, ne? Welche der US-Stützpunkte in Gefahr sind, von iranischen Raketen getroffen zu werden. Man kann das Bild auch anders lesen. Also so, wenn man das Bild so nimmt, dann ist der Iran die Gefahr für die US-Militärs, die in der Region sind, ist die Gefahr zum Beispiel hier im Jemen, ist ein besonderes Kunststück, das so zu machen, weil im Jemen die größte Gefahr für die Menschen ausgeht von den Waffenlieferungen, die wir nach Saudi-Arabien und in die Jemen-Kriegsallianz geben, die bombardieren und Munition abwerfen können ohne Ende, die Millionen von Menschen in den Hunger und in das Elend und in die Krankheiten treibt. Aber all diese Regionen hier sind offensichtlich durch den Iran gefährdet. Entschuldigung. So. Und das ist die US-amerikanische Agenda, die Tag für Tag wiederholt wird. Man kann es natürlich auch andersrum sehen und kann sagen, der Iran ist eingekreist. Es gibt eine Gefahr für den Iran. Also hier immer auch gelistet, wie viele US-Soldaten offiziell in der Region sind. Wie viele sonst noch sind und wie viele Flugzeugträger noch unterwegs sind, ist hier gar nicht drauf. Das sind schon ordentliche Größenordnungen, die ich so in der Schnelle gar nicht zusammengezählt bekomme, aber über 50.000 alleine regulär vorhanden. Das heißt, dieser gigantische Aufmarsch kann gesehen werden als Gefahr für den Iran, der, wenn es angegriffen wird, relativ wenig entgegensetzen kann, oder eben eine Gefährdung durch den Iran. Diese Herangehensweise kann ich immer auf Konflikte machen und ehrlicherweise muss ich auch immer beides machen, um einen Konflikt zu verstehen. Aber ich glaube, ich sage niemand was Neues, dass das kaum passiert. Dass wir selten genug in die Situation kommen, beide Seiten der Geschichte zu bekommen. Und das habe ich beide Seiten der Geschichte, ist die Lösung auch relativ klar. Zum Beispiel eine Demilitarisierung der gesamten Region. Also das betrifft dann eben auch alle, die dort sind. Krieg lässt sich am leichtesten überwinden, wenn alle verwundbar sind. Nicht, wenn alle stark sind.
sondern wenn alle verwundbar sind, lässt er sich leichter. Wenn ich, das ist dieses Bild von Schwert und Schild, haben alle nur Schwerter, dann bin ich sehr vorsichtig im Einsetzen des Schwerts, weil es mich auch treffen kann. Also sobald ich es ausstrecke, bin ich selber angreifbar, komme ich aus der Deckung. Habe ich ein Schwert und ein Schild, dann ist mein Risikoverhalten ein anderes. Und je mehr Schwerter und je mehr Schilder ich habe, umso aggressiver werde ich werden. Also sprich, in dem Moment, wo ich mich nur verteidigen kann und wenn ich angreife, aus der Deckung komme, in dem Moment ist es eigentlich ein gutes Gleichgewicht. Aber selten genug wird das diskutiert, sondern es geht, und die NATO hat übrigens für sich selbst erklärt, dass Sicherheit für sie darin besteht, die sogenannte Eskalationsdominanz zu haben. Also bei jeder Form der militärischen Auseinandersetzung das stärkste militärische Bündnis zu sein. Das ist mal ganz, jeder kann sich überlegen, wie das Sicherheitsgefühl anderer Staaten außerhalb der NATO angesichts dessen ist. Denn Sie wissen, in jeder möglichen Auseinandersetzung werden wir die Schwächsten sein. Das ist eigentlich die Anstiftung zur Aufrüstung für diese Staaten. Aber dieser zweite Schritt, überlegen, wie sehen uns die jeweils anderen, ist der wesentliche, den wir als friedensorientierte Menschen immer machen müssen, um rauszukommen aus dieser Falle von Stärke und noch mehr Stärke und noch mehr Stärke. Und insgesamt gilt, dass wenn wir Feindbilder haben vom jeweils anderen, in diesem Fall ist hier so ein bisschen karikaturenmäßig jemand aus einem orientalischen Land gedacht und jemand aus einem westlichen Land gedacht, jeder hat sein Bild vom anderen, also das Bild des Westens als Kreuzritter, die einfach alles niederwalzen auf der einen Seite, das Bild des anderen als Terroristen, als Wildgewordenen auf der anderen Seite. Diese Bilder sagen jeweils ziemlich wenig über den anderen. Aber diese Bilder sagen viel über uns, die Bilder wir haben, aber sie sagen am meisten über die Struktur der Beziehung. Auch über die historisch gewachsene Struktur der Beziehung. Und deswegen bedeutet auch Auseinandersetzung mit Feindbildern eine Auseinandersetzung mit Geschichte, mit der eigenen Geschichte, mit den Bildern, die jeweils da sind. Und das ist das, was mich so sehr geärgert hat bei dem Herangehensweise der Tagesschau, und dass die Tagesschau völlig unhistorisch nur das Bild, was ich jetzt in der Straße Teherans für einen wahrscheinlich völlig uninformierten Reporter gezeigt hat, dieses Bild nimmt, um zu beschreiben, wie die Situation ist, ohne die Geschichte zu sehen, ohne die Machtverhältnisse zu sehen, ohne die Interessen zu sehen, ohne zu gucken, wer die Akteure sind. Und wenn wir nicht diese Fragen stellen, wer macht was, warum, vor welchem Hintergrund, wird man an so einer Stelle nie weiterkommen, sondern immer in Kriege hineinschlittern. Es ist nicht so, dass wir da keine Gegengiftmöglichkeiten haben. Hier nochmal kurz zusammengefasst. Wir müssen immer fragen, welche Interessen stecken hinter etwas, welche Beweggründe bringen welche Seite dazu, sich wie zu verhalten. Wenn mir ein Artikel das nicht sagt, dann weiß ich schon, dem Artikel fehlt was Wesentliches. Und auch mit einbeziehen, dass sich Gegner jeweils entwickeln können. Also ich fand diesen Iran-Atomdeal jetzt nicht besonders toll, weil er dem Iran eine besondere Bürde auferlegt hat, mehr Dinge zu erfüllen als andere Länder, die dem Atomwaffensperrvertrag angehören. Also sich komplett zu überwachen, auf Ewigkeit komplett überwachen zu lassen. Aber sie haben all dem zugestimmt, weil sie gesagt haben, für die Menschen ist es besser im eigenen Land, wenn wir jetzt selbst hier quasi so eine Art Souveränitätsverlust haben und diese Überwachung uns fügen, als weiter eine Eskalation zu haben. Das war wirklich eine große Entwicklung für auch ein sehr stolzes Land, was aus der Tradition heraus der Iran ist. Trotzdem zu sagen, es ist besser und es ist sinnvoll, also solche im Kopf zu haben, im Verhältnissen kann sich was verändern, Einsicht kann dazu führen, man gibt auch mal nach, weil das zu Frieden führen kann, und dass genau dieser Deal, obwohl er für den Iran sehr viel abverlangt hat, dann von den USA gekündigt worden ist. Man sollte eigentlich eher sagen gebrochen, weil gegenseitige Verträge kann man nicht einfach aufkündigen, sondern wirklich gebrochen worden ist. Das halte ich für einen riesigen Skandal und auch etwas, was zukünftige Friedensverträge sehr viel schwieriger macht, wenn man nicht mehr weiß, ob man sich darauf verlassen kann oder nicht.
Und wir müssen auf jeden Fall Selbstgerechtigkeit vermeiden. Ich sage nachher auch nochmal was dazu, warum das so absolut notwendig ist, nicht von Selbstgerechtigkeit, wir sind die Guten, wir bringen die Demokratie auszugehen, weil dann sehr schnell das Bild der anderen als Barbaren rüberkommt, ohne das ernsthaft zu reflektieren. Es lohnt sich, immer wieder mal zu gucken, welche Zerrbilder ich von anderen habe. Karikaturen helfen dabei, dass man die gleichen Personen, wenn ich kleine Dinge verändere, die bei uns mit etwas konnotiert sind, also wir nehmen Dinge über Zeichen wahr, also zum Beispiel ein Käppchen, was so fremd wirkt. Der eine, den nehmen wir als exzentrischen Professor wahr mit seinem Bärtchen und den anderen als wilden Terroristen, nur weil er ein Zeichen hat, was ein bisschen anders ist. Oder eine Nonne selbstverständlich als fromme Frau wahrzunehmen, Frau aus dem muslimischen Kontext mit Kopftuch gleich mal potenziell sonst irgendwo hinzustecken, den einen durchgeknallten Typ mit der Knarre als Helden zu sehen und den anderen durchgeknallten als Terroristen zu sehen, lohnt sich zu sagen, ist die Zuordnung jeweils richtig? Also für mich ist jeder mit der Knarre in der Hand tendenziell etwas, wo ich sagen will, Junge, beruhig dich, leg's hin. ist es nicht gut? Oder daran wachsen die jungen Menschen als zukünftige Helden aufwachsen zu sehen, also das sind dann wir, die Guten, oder die anderen dann als zukünftige Terroristen zu sehen, nicht zu sehen, dass sehr vieles sehr, sehr vergleichbar ist. Und ich habe es ja schon angedeutet, es kommt uns sehr leicht, oder vielleicht nicht den Anwesenden, aber durch den gesellschaftlichen Diskurs sehr leicht die Annahme unter, dass die Barbaren die jeweils anderen sind, die unsere Hilfe brauchen, um Probleme zu lösen. Merkt man im Sprachgebrauch, wie die eigenen Kriege sind, Missionen oder Interventionen? Also wir führen in Mali keinen Krieg, obwohl da auch Massenmenschen sterben, aber wir führen da keinen Krieg. Das ist eine Militärmission und eine Ausbildungsmission. Aber wir führen keinen Krieg. Interessanterweise hat übrigens in dem Moment, als Deutschland beschlossen hat, bei Mali bei der Intervention mitzumachen, Frankreich geschrieben, Deutschland nimmt teil am Krieg. Und die deutschen Medien und die deutsche Politik, Deutschland unterstützt Frankreich bei der Ausbildungsmission und bei der Militärmission. Also irre, aber wenn man... Man kann sich vielleicht grob daran vorstellen, wie absurd das Ganze ist, wenn man sich klar macht, was Deutschland vor Ort macht. Deutschland macht zum Beispiel Luftbetankung in Mali. Luftbetankung muss ich machen, wenn Kriegsflugzeuge, die bombardieren, so lange in der Luft sind, dass sie ständig abwerfen können. Also fliege ich einmal los, werfe die Bomben ab und gehe wieder zurück, brauche ich keine Luftbetankung. Wenn ich aber eine ständige absteckende Luftpräsenz habe, dann brauche ich auch die Luftbetankung. Das ist Krieg. Nach meiner Definition, nach der französischen auch, aber nach der deutschen offensichtlich nicht. Das ist einfach nur Intervention. Und die eigene Barbarei oder die der Verbündeten wird ausgeblendet oder eben auch beschönigt, der sogenannte Kollateralschaden, war ja nicht beabsichtigt, passiert einfach. Was mich immer noch freut, ist, dass es in Deutschland gar nicht so leicht ist, sowas wie Helden im militärischen Kontext zu stilisieren. Das ärgert viele unserer politischen Akteure. Unseren früheren Präsidenten Gauck hat es immer besonders geärgert. Also, für mich war der immer der Hassprediger, weil ja, wirklich sowas, wenn man an junge Menschen in Uniform quasi Predigten, also Vorträge hält und sie als Mutbürger in Uniform, die im Gegensatz zu den anderen Drückebergern Verantwortung übernehmen, wirklich nahezu wörtlich seine Worte, dann ist es ein sehr gefährlicher Zungenschlag, gerade in Deutschland, wo wir, glaube ich, ganz weit weg sein sollten aus historischer Verantwortung von Heldentum. Aber es wird gerade verzweifelt versucht, so etwas wie Heldentum wiederherzustellen. Man kann es auch feststellen, an dem, wie die Bundeswehr ihren Social-Media-Präsenz macht, dass sie über das KSK die YouTube-Serien macht, wo Einsätze, so dieses an die eigenen Grenzen gehen, kämpfen, militärisch hochstilisiert. Da merkt man, dass es verzweifelt versucht wird, diese Heroisierung von Militär hinzubekommen, aber es funktioniert trotzdem nicht so ganz. Das ist, aber die Versuche sind da und auch richtig, richtig spürbar. Und
wo es mir immer auffällt, ist bei Berichterstattungen, selbst bei den offiziellen und eigentlich sachlichen Berichterstattungen über was passiert, zum Beispiel in Afghanistan, dort, wo die Bundeswehr nach wie vor in Ausbildungsfunktion dabei ist, also was in der Regel bedeutet, dass Bundeswehrausbilder zusammen mit afghanischem Militär im Einsatz sind. Früher waren es Kolonialoffiziere. Das heißt heute anders. Aber der Mechanismus ist der gleiche. Wenn es dort zu Zwischenfällen kommt, dann wird es häufig genug als Hinterhalt beschrieben. In dem Reden darüber dann als feiger Hinterhalt. Wenn das Kommando Spezialkräfte das Gleiche macht, dann ist es eine waghalsige Aktion. Oder halsbrecherisch oder sonst irgendwas, aber natürlich niemals feige. Weil es ja total mutig ist, wenn die zu fünft irgendwo hingehen und irgendwas so in die Luft sprengen oder so. Also diese Wahrnehmung, was ist feige, was ist mutig, was ist wie zu beurteilen, ist sowas von Ideologie behaftet, dass es nur erklärbar ist aus dem Versuch hier, die einen als diejenigen, die ohnehin die Barbaren sind und die anderen, die quasi die Guten sind, egal was sie machen, darzustellen. Dass es bei genauem Nachdenken nicht funktioniert, ist klar, aber es wird nichtsdestotrotz gemacht. Aber es ist auch notwendig, weil die Form auch moderner Kriegsführung schlichtweg ist, den barbarischen Gegner zum Freiwillen zu machen. Und wenn es da mal diskutiert wird, sind zum Teil Medien erschrocken, aber de facto bedeutet jeder Drohnenangriff, bedeutet jeder nächtliche Überfall Teil davon, anderen Menschen in anderen Regionen als Barbar gegenüberzutreten. Und der IPPNW, also die Ärzteorganisation zur Verhinderung des Atomkriegs, hat sich die Mühe gemacht, mal zu gucken, allein die ersten 10 Jahre sogenannter Krieg gegen den Terror, wie viele Opfer haben die Intervention der NATO-Staaten und ihrer Verbündeten in den betroffenen Regionen, also im Irak, in Afghanistan, in Pakistan, wie viele Opfer haben in den ersten 10 Jahren ihr Leben verloren, wegen unserer Versuche dorthin Demokratie, Frauenrechte und Ähnliches zu bringen. Also bitte die Anführungsstriche immer mitdenken. Und kam auf Größenordnung konservativ geschätzt von 1,3 Millionen Menschen. Und 1,3 Millionen Menschen, die tot sind, haben Verwandte, haben Freunde, haben Nachbarn. Und diese Nachbarn erleben den Westen als den Barbaren. Also wenn man sich überlegt, wie viel Hass dadurch gesät worden ist, dann ist es jetzt nicht nur die Einschätzung von mir als Gutmensch, sondern selbst eine Einschätzung der US-Geheimdienste. Die sagen, das Ergebnis unseres Kriegs gegen Terror bedeutet, dass wir mehr Hass und mehr Wut auf den Westen haben. Aber selbst diese Einschätzung von den Leuten, die quasi wirklich an der Front sind, wird einfach ignoriert, weil die Interessen, diesen Krieg oder die Kriege weiterzuführen, die Aufrüstung weiterzumachen, größer sind als die Einsicht. Das ist die bittere Wahrheit und dann ist die Frage, wer sind die Barbaren, glaube ich, relativ einfach zu beantworten. Ich werde es jetzt nicht weitermachen, aber das ist das, was wir immer mit bedenken müssen. Im politischen Kontext ist aber nicht nur die Frage des Verschleierns von wer agiert wie, gibt es wirklich Feinde, wen kann man zu Feinden machen. In der Zwischenzeit ist sehr viel des Diskurses verschoben auf Identitätsfragen. Wurde hier zum Teil im Umgang mit Flüchtlingen als eine der Geschichten erzählt. Wir haben in der Zwischenzeit europaweit rechte Gruppierungen, die sich als Identitäre bezeichnen. Also dass Menschen sagen, wir haben eine deutsche Identität oder eine polnische oder eine italienische und daraus bezieht sich unser Menschsein. Das sind ganz gefährliche, selbst wenn es europaweite Bewegungen sind, sind das ganz gefährliche Rückschritte wieder in Nationalismus, in Kriegsvorbereitungssituationen, wie wir sie in diesem Kontinent durchaus schon hatten und auch schon öfter hatten. Und was dabei passiert, ist rein wissenschaftlich gesehen was relativ Einfaches. Nämlich, dass ignoriert wird, wie Menschen wirklich funktionieren. Jeder von uns hat ganz, ganz viele Rollen in sich. Ich habe kein Problem, gleichzeitig irgendwie Frau zu sein, Partnerin zu sein, Nachbarin zu sein, berufstätig zu sein, im einen Beruf, im anderen Beruf, was weiß ich, Schwester zu sein, Freundin zu sein. Ich
oute mich jetzt hier eben Gewerkschaftsmitglied oder ich bin Angehörig einer bestimmten Generation, ich habe eine bestimmte Religion. Also wir haben ganz verschiedene Teile von Identitäten und all diese Aspekte machen uns aus. In der Regel integrieren wir das relativ gut. Wir müssen dazu auch gar keine gespaltene Persönlichkeit haben, ganz im Gegenteil, Individuen zeichnen aus, dass sie aus verschiedenen Identitätssegmenten bestehen. Ich bin nie nur Frau oder nur Berufstätige, sondern ich bin immer alles. In bestimmten Kontexten spielt das eine mehr eine Rolle oder das andere mehr eine Rolle. Ich bin zum Beispiel nie besonders frauenpolitisch aktiv gewesen. Wenn ich aber gewerkschaftspolitisch aktiv bin und mir der fünfte Mann das Wort abgeschnitten hat, dann spielt es auf einmal eine Rolle für mich, dass es Frauenpolitik gibt und dass ich auch ein Recht habe zu reden und die mir auch zuhören müssen. Also sprich immer dann, wenn das in einem Teil meiner Identität in Frage gestellt ist, wenn ich erlebe, dass irgendwas abgewertet wird, dann spielt dieser Teil auf einmal eine deutlich größere Rolle. Jeder hat das beim Heranwachsen. Wenn ich merke, ich darf bestimmte Sachen nicht machen, weil Menschen mir sagen, du bist noch zu jung, du schaust das gar nicht, dann ist das auf einmal total wichtig. Ich sage, ich mag vielleicht jung sein, aber ich bin nicht so verknöchert wie ihr oder so. Also all die Dinge, die in Frage gestellt sind, bekommen immer mehr an Bedeutung. Das ist ein ganz normales Verhältnis, aber im Prinzip in einer ausgewogenen Persönlichkeitsentwicklung integriere ich alle Teile wunderbar zusammen. Aber wir haben heute, und wir hatten es auch immer wieder, dass einzelne Aspekte dieses Menschseins rausgegriffen werden und benutzt werden, um Menschen abzuwerten oder ihnen ein bestimmtes Etikett anzuheften. Also wenn ich einen Hintergrund habe, meine Familie Roma-Familie ist, dann ist es nicht mehr wichtig, welche Ausbildung ich habe, wie ich sonst lebe, sondern das sind Roma, passt mal auf, die klauen, ja? Oder zu bestimmten Zeiten ging es jüdischen Menschen hier in Deutschland zu, teilweise auch heute noch, was ein ganz breites Phänomen ist, dass Menschen mit muslimischem Hintergrund wegen oder muslimischen Glauben eine bestimmte Funktion zugeschoben wird. Das heißt aber, da wird so getan, als wäre die gesamte Identität von Menschen bestimmt durch einen einzelnen Aspekt. Also zu früheren Zeiten hatten wir das hier zwischen Protestanten und Katholiken. Ich war noch in der Schule, die hatte einen protestantischen Teil und ich als quasi Protestantin musste im protestantischen Teil der Schule ins Klassenzimmer gehen. Und das war eine Beleidigung, wenn meine Klamotten, also nicht für mich, aber für andere, wenn dann die Klamotten auf den katholischen oder protestantischen Haken gingen. So diese gegenseitigen Abwertungen, diesen Teil haben wir überwunden, aber man hat manchmal das Gefühl, das wird dann einfach durch was Neues ersetzt. Und das bedeutet doch für einen Menschen schlussendlich gar nichts, wenn ein Teil meiner Identität etwas anders ist, als es für die Mehrheit der Fall ist. Sondern wir sind trotzdem Mütter, wir haben trotzdem eine Ausbildung, wir haben trotzdem eine bestimmte Generation, bestimmte Erfahrungen. Und dieses Herausnehmen von einzelnen Identitäten, um daraus ein Kollektiv zu konstruieren, ist in der Regel immer verbunden damit, nicht nur ein Bild von sich selber zu haben, sondern vor allem ein Bild in Abgrenzung zu anderen. Und diese Abgrenzung zu anderen ist häufig genug dann die Vorbereitung zum Krieg oder die Vorbereitung, Menschenrechte zu entziehen. Also vieles, was an Überwachung in der Zwischenzeit gemacht wird, zum Beispiel muslimischen Menschen gegenüber, ist in gewisser Weise eine Vorbereitung dessen, was für alle gemacht wird. Was wir vor dem Dritten Reich hatten, zuerst den Kommunisten die Rechte zu nehmen, dann den Sozialdemokraten und schlussendlich allen, die irgendwie abweichend sind, ist jetzt Überwachung, ist jetzt all diese Mechanismen von Rechtseinschränkungen, von ich bekomme kein Konto bei der Bank und ähnliches. Es gibt ja ganz, ganz viele kleine Dinge, die Menschen entrechtlichen und damit aber schlussendlich Mechanismen schaffen, die alle treffen. Ich glaube, man muss sich im Kopf haben, dass Rechte, Menschenrechte immer nur Menschenrechte sind, wenn sie für alle gelten. Wenn sie für eine bestimmte Gruppe nicht gelten, dann lässt sich diese Gruppe ganz schnell ausweiten. Also deswegen Menschenrechte bedeutet immer, sie müssen für alle gelten. Und für mich ist natürlich das grundlegende Menschenrecht das Menschenrecht auf Frieden. Ich weiß nicht, ob manche mitbekommen haben, dass es eine sehr lange Debatte in der Vollversammlung der Vereinten Nationen darüber gab, ob dieses Menschenrecht auf Frieden dann auch für alle gelten soll, in der Resolution der Vereinten Nationen.
Da wurde dann extra eine Arbeitsgruppe eingesetzt. Die hat über viele Jahre getagt. Und man muss sich an den Kopf fassen, warum gerade die deutsche Regierung mit der deutschen Geschichte dieses Menschenrecht auf Frieden immer abgelehnt hat. Ja. Und das Ergebnis ist jetzt, nach ganz harten Kämpfen und weil es wirklich ganz schlecht vermittelbar war, eine Resolution, die in der Überschrift noch Menschenrecht auf Frieden hat, aber im Text nicht. Das ist eine ganz peinliche Geschichte, die vor einem guten Jahr durch die Vollversammlung der Vereinten Nationen gegangen ist und aber hier kaum diskutiert worden ist. Nee, natürlich nicht, weil die wirklich spannenden Sachen leider selten genug diskutiert werden. Und ich denke, das Menschenrecht für Frieden muss für alle gelten. Niemand von uns käme auf die Idee, wenn wir, oder ich hoffe mal, dass niemand auf die Idee kommen würde. Für mich ist, ich beschreibe mal das Phänomen, wo ich denke, dass man sieht, wie viel Rassismus im Umgang mit anderen Weltreligionen und Weltregionen in dem Verhalten ist, zu akzeptieren, dass es Kriege gibt. Wir wissen, dass es Menschenleben tötet, nicht nur Einzelne, sondern Millionen Menschenleben tötet, wenn Nahrungsmittel an der Börse gehandelt werden. Wenn Medikamente nicht einfach zur Verfügung stehen, wo sie notwendig sind, sondern dass auch die Frage des Profitstrebens ist. Wenn all das der Fall ist, dann wissen wir ja, dass die Entscheidungen werden zumindest partiell an den Börsen getroffen. Trotzdem sagen wir nicht, wir bombardieren die Börsen. Würden wir als Vorschlag nicht machen, sondern sagen, wir müssen hier die Spielregeln verändern. Wir brauchen einen politischen Prozess, um diese Spielregeln zu verändern. In anderen Regionen der Welt ist die Antwort auf politische Probleme meistens mit wesentlich geringeren Auswirkungen. Ich will die gar nicht kleinreden, also nicht das eine gegen das andere aufrechnen, aber nachdenken darüber, dass für meistens begrenztere Probleme die Antwort ist, jetzt Verantwortung übernehmen heißt Kriege führen. Und diesen Automatismus, ich meine, niemand schlägt vor Salvini in all dem, wie er mit Flüchtlingen umgeht, jetzt mit Kriegsschiffen in den Griff zu bekommen. Auch wenn er vielleicht manchmal danach ist, aber trotzdem würden wir es nicht machen. Wir sagen, das Problem ist ein politisches Problem, wir brauchen da politische Lösungen dafür. Das heißt, im Kontext, was uns näher ist, was wir verstehen, wo wir die Akteure verstehen, kommen wir nicht auf die Idee, mit Gewalt dieses Problem lösen zu wollen. Wenn es weiter weg ist, sei es kulturell weiter weg oder regional weiter weg, dann kommt ganz schnell oder wird ganz schnell akzeptiert, dass ein bestimmtes Problem mit Gewalt lösbar wäre oder eben auch nicht lösbar wäre. Wie gesagt, das ist die negative Seite, die positive Seite ist, die Kriegsbegeisterung trotzdem nicht groß ist in unserem Land. Wenn man die Menschen fragt, wovor habt ihr am meisten Angst, dann haben die Menschen 2014 geantwortet, steigende Lebenshaltungskosten. Realistisch, ja, durchaus. Und Naturkatastrophen oder Pflegefall im Alter und irgendwo ganz weit unten noch Terrorismus. Aber also durchaus realistische Angst, die da war. Wir wissen, was 2015/16 passiert ist, mit auf einmal sind Flüchtlinge an allem schuld und das will ich jetzt hier nicht wiederholen mit der Angstperzeption. Aber das hat sich in diesem Jahr durchaus wieder gelegt. In der Zwischenzeit sagen die meisten Menschen, wir haben Angst vor Umweltverschmutzung. Durchaus eine realistische Einschätzung. Also das heißt, politische Debatten, auch so Hysteriewellen, lassen sich durchaus auch wieder einfangen. Sie sind es doch längst nicht komplett. Also Flüchtlingskrise taucht hier immer noch als Krise und auf Platz 4 auf. Und nur 44% sagen, nee, davor habe ich keine Angst. Also es ist schwierig genug, die Situation. Und es war noch schwieriger in den Jahren davor, also 2017 vor allem, war es relativ schwierig. Aber das heißt trotzdem nicht, dass Angstmacherei etwas ist, was ein für alle Mal funktioniert, sondern wenn man anfängt, Menschheitsfragen zu diskutieren, also andere Bilder schafft, zu schauen, was sind denn jetzt eigentlich die wirklichen Probleme, vor denen wir stehen. Ist es 1 Million oder 2 Millionen Flüchtlinge, die wir hier nicht schaffen, da 80 Millionen zu integrieren in einem der reichsten Länder? Oder ist das wirkliche Problem, dass dieser Globus in den nächsten Jahrzehnten schlichtweg Extremwetterlagen bekommt, die uns so aus den Fugen bringen, dass es den Globus nicht mehr geben wird, wenn wir uns bis dahin nicht mit Atomwaffen kaputt gemacht haben. Also diese Vorstellung, was sind die wirklichen Probleme, kommt dann doch auch immer wieder zurück und lässt sich auch durchaus immer wieder zurückbringen. Das ist das, was mich optimistisch macht. Was mich sehr nachdenklich macht, ist, was kann passieren in der Zeit, in der die Hysterie hochkocht.
Das ist der Punkt, wo wir immer sehr, sehr vorsichtig sein müssen und auch schnell sein müssen zu sagen, wir wollen im wahrsten Sinn des Wortes keine Schnellschüsse haben. Das ist so ein Versuch vor ein paar Jahren, ganz schnell Angst zu erzeugen, ganz schnell Hysterie zu erzeugen, indem von Spiegel bis Bild-Zeitung erklärt wurde, wie gefährlich Russland für uns ist. Also dieses Stopp die Welt endlich Putin, Stopp Putin jetzt, wirklich so im Gleichklang durch die diversen Medien hindurch, dieses wir sind alle bedroht und wegen dieser Bedrohung ist Krieg auch moralisch gerechtfertigt. Das ist das Problem, was wir immer mitsehen müssen, diese Konjunkturen von Angst und Angsterzeugung. Und was ich jetzt beschreibe, ist nicht einfach nur eine wissenschaftliche Typisierung, sondern eine typische Herangehensweise, wie Kriege tatsächlich möglich werden können. Dass Berichterstattung zum Beispiel über das Leid von Bevölkerung vor westlichen Kriegseintritten relativ dominant ist, dass besorgte Politikerinnen Verhandlungen, Bündnisse suchen, mögliche lokale Partner, Konstruktionen von Zwangsläufigkeit, von Notwendigkeit. Das ist die Situation in Mali, bevor dort Deutschland mit involviert war, mit seinen Soldaten vor Ort war. Dann aufzumarschieren, Panzerflugzeuge und so weiter, modernes, neues Kriegsgerät zu zeigen, Bilder zu generieren, wir machen was, auch klinisch saubere Bilder von Kämpfen zu zeigen. Häufig genug kommt es nicht zu dem letzten Punkt in dieser typischen Kurzinszenierung mit den Siegesfeiern. Aber vielleicht erinnern sich manche daran, dass es Siegesfeiern gab, zumindest so ansatzweise Siegesfeiern, als der Libyen-Krieg stattgefunden hat. Das ist ein Bild aus der Taz. Die vergangenen Tage waren rauschendes Fest in Libyen. Es war 2011. Und wir wissen alle, ja, Gaddafi ist nicht mehr. Aber das Ergebnis ist, dass in Libyen Folterlager herrschen, in denen die Menschen verhungern, Organhandel stattfindet, Ausbeutung, sexuelle Ausbeutung, Aushungern stattfindet, die gesamte Region Nordafrikas durch die Geschichte in Libyen, die stabilisiert worden ist, aber diese kontinuierliche Berichterstattung leider nur zum Teil stattfindet. Aber es hat nur funktioniert durch die Dämonisierung eines Einzelnen, nämlich Gaddafi. Und indem man so tut, als würde der Krieg nicht gegen das Land und die Menschen geführt, was er eben auch wurde, sondern gegen diese eine Person. Frage ich mich zwar immer, warum man ganze Armadas von Flugzeugen braucht, die kurzfristig so viel verschossen haben, dass die Munition ausging, um dann diese eine Person loszuwerden. Aber das ist jetzt nicht der Punkt, sondern der relevante Punkt ist, dass es ein großes Geschäft ist, wenn Krieg stattfindet. Noch während die Bomben gefallen sind in Libyen, ist in Paris bei der dortigen Waffenschau vorgeführt worden, was dort die verschiedenen Länder eingesetzt haben an neuem Kriegsgerät und was gerade eingesetzt wird, wird in der Regel deutlich besser verkauft. Das sind Dinge, die wir im Kopf haben müssen und auch als links geltende Medien fallen da durchaus drauf rein, auf solche Auseinandersetzungen. Das war ein Artikel in der Taz mit Eingreifen jetzt. Und ein Vorwurf damals an Westerwelle aus der FDP, dass er nicht begeistert gesagt hat, Deutschland muss Teil des Libyen-Krieges sein. Wie gesagt, diese Kriegsstimmung kam über Dämonisierung einer einzelnen Person. Interessant ist auch schon, wie viel Hitler es schon auf der Welt überall gegeben hat. Also in Belgrad und sonst irgendwo auf der Welt, die man dann auf jeden Fall und in jedem Kontext und immer zu bekämpfen hat. Es ist klar, dass wir sehr wach sein sollten, wenn uns bestimmte Formulierungen immer wieder vorgesetzt werden, wie Regime. Das ist so eine sehr abwertende Variante, gegen sogenannte gegnerische Regierungen zu haben. Und die Sprache schafft es wirklich, mit bestimmten Markern positive Marker zu setzen und negative Marker zu setzen. Also Freiheitskämpfer oder Freihandel als positive Marker,
wer Freihandel einschränkt, ist dann automatisch irgendwie eine Gefahr für alle. Demokratie, Frauenrechte, Sicherheit, das sind alles wichtige Begriffe. Aber was mich wundert, ist, wie es gelingen kann, diese in Kontext zu Krieg zu setzen und Negativmarker zu machen in bestimmten historischen Konstellationen, die ich jetzt gar nicht weiter wiederholen will, sondern es fällt auf, je mehr Situationen Richtung kriegerischer Situationen laufen, umso mehr wird die Sprache formelhaft. Man muss dann gar nichts mehr erklären. In Bezug auf Venezuela könnte ich das jetzt durchexerzieren, macht das aber nicht. Das heißt, wir haben viele Situationen, wo gar nicht mehr weiter nachgedacht wird, sondern wo schlichtweg Feindbilder benutzt werden, als würden sie tatsächlich schon alles erklären. Und im schlimmsten Fall, und der kommt nahezu immer, ist dann auf einmal diejenigen, die den Krieg falsch finden, die Gegner. Das war das Unwort des Jahres 2014 von Putin-Versteher zu sagen. Und das ist auch richtig, das hat das durchaus verdient. Weil jeder intellektuell redliche Mensch kennt den Unterschied zwischen Verstehen und Gutfinden. Ich kann viele Dinge verstehen, die ich nicht gut finde. Trotzdem werde ich etwas nur ändern können. Ich werde Prozesse nur ändern können und auf einen hoffentlich friedlicheren Weg setzen können, den ich sie verstehe. Jeder, der mal Eltern war, weiß, dass man bestimmte Auseinandersetzungen mit Kindern dann nur entweder ganz gewaltsam lösen kann oder indem ich verstehe, was mein Kind jetzt eigentlich will. Und ich finde das im Zweifelsfall nicht gut. Aber ich komme trotzdem nur weiter, wenn ich verstehe, was. Ich kann in einer Partnerschaft Probleme manchmal von meinem Gegenüber nicht unbedingt gutheißen, aber ich verstehe es und auf Grundlage von Verstehen komme ich zur Lösung. Und deswegen war es Putin-Versteher als Feindbildmarker, als etwas Abwertendes zu machen, fand ich unerträglich. Und diese Mechanismen, Kriegsgegner, Kriegsgegnerinnen als wenige oder als Spinner oder eben auch als Feiglinge und Drückeberger oder moderner, naive Gutmenschen zu machen, das sind Diskreditierungsstrategien, die uns dann quasi als fünfte Kolonne des jeweiligen Feindes erscheinen lassen. Und wenn ich gegen Krieg bin, muss ich noch nicht notwendigerweise für diejenigen sein, gegen die er geführt wird. Sondern ich muss einfach nur wissen, für mich gibt es dieses Menschenrecht auf Frieden und es gilt für alle, ob sie gut sind oder böse sind oder wie auch immer. Weil wenn wir dann mit den gleichen Mechanismen an uns selber herangehen, um zu diesen Bildern zurückzukommen, dann macht es relativ wenig Sinn, Unterschiede zu machen, dort darf ich Krieg führen und dort nicht, sondern die Antwort muss sein, ich darf ihn überall nicht führen. Und die perfideste Variante ist, dass in der Zwischenzeit niemand, der Krieg führt, mehr begründen muss, was dabei rauskommen soll. Irgendwo Militär hinzuschicken, ist schon die Lösung. Also es wird ja gerade eigentlich nur noch diskutiert, soll es eine Schutzmission geben im Persischen Golf oder eine Beobachtermission? Nicht in diesen Worten taucht auf, dass es um Kriegsschiffe geht und um Soldaten, die dorthin geschickt werden. Und was passiert, wenn ich Soldaten und Kriegsschiffe und Kriegsgerät irgendwo hinbringe und die kommen in eine Konfrontationssituation, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass auch wenn es nicht gewollt ist, geschossen wird, relativ hoch. Und eine Schutzmission bedeutet schlichtweg, ich schieße auch mal präventiv. Dann kommt mir ein anderes Schiff zu nahe, dann schieße ich eben auch mal. Eine Beobachtermission heißt, ich lasse mir ein bisschen mehr Zeit mit dem Schießen. Nein, das ist jetzt natürlich demagogisch zugespitzt, aber in der Konsequenz bedeutet das nichts anderes, sonst würde ich keine Kriegsschiffe hinschicken, weil das ist das, was gerade diskutiert wird. Man kann es nachlesen, die Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik hat eine Aufstellung gemacht, wie viele Schiffe, Kriegsschiffe, Kriegsgerät, Personal man braucht für die Beobachtermission, wie viel Personal, Kriegsschiffe und sonstiges Kriegsgerät und Überwachungsflugzeuge man braucht für die Schutzmission. Das Ergebnis war, wir können alles. Also wir als die Europäische Union in diesem Kontext. Statt zu fragen, warum könnt ihr nicht verhandeln? Warum könnt ihr nicht zum Beispiel eine gemeinsame Beobachtermission ziviler Art machen?
der Mechanismus, den gibt es längst. Der heißt Open Skies, den man in kalten Kriegszeiten entwickelt hat, dass man gemeinsame Flugzeuge hat, wo die Daten allen gemeinsam zur Verfügung stehen, wo man vertrauensbildende Maßnahmen macht, wo man gemeinsam aus der Luft auswertet, kommt jetzt hier wirklich ein Schiff dem anderen zu nahe, wer schneidet hier wem die Vorfahrt ab. Eigentlich kein schwieriger Mechanismus. Aber den scheint man offensichtlich nicht zu können, sondern die entsprechende Vorgehensweise, wie ich sie gerade beschrieben habe. Es ist sogar so, dass in der Zwischenzeit Menschen, die sich die Opfer des Krieges, denen die nicht egal sind, die versuchen ihnen zu helfen, die versuchen ihren Zug zu ihrem Recht zu bringen, ganz massiv mit Hetze und ganz massiver Ausgrenzung zu tun haben. Es ist jetzt 10 Jahre her, dass in Afghanistan auf Befehl von deutschen Militärs ein Tankflugzeug angegriffen worden ist. Und dieses ein Tanklaster angegriffen worden ist und durch die Explosion dieses Tanklasters zwischen 110 und 140 Menschen, die arm waren und sich deswegen aus dem Tanklaster Öl geholt haben, ins Leben gekommen sind. Diese Verantwortung ist bis heute niemand wirklich gerecht geworden. Und in den offiziellen deutschen Dokumenten heißt das, diejenigen, die umgekommen sind, wären Unterstützer der Terroristen. Das ist keine irgendwie geartete juristische Kategorie. Juristisch habe ich entweder Täter oder ich habe im Zweifelsfall Beihilfe für Täter, aber diese Unterstützerkategorie kennen wir nur aus dem Terrorismusrecht, die sehr vage ist und in der Regel einfach nur ein Versuch ist, möglichst viele Personengruppen rechtlos zu machen. Und das wurde übertragen quasi auf die Dorfbevölkerung, die da umgekommen ist. Und es gibt einen relativ mutigen Anwalt, der vor Ort Daten gesammelt hat, Informationen gesammelt hat. Aber die Reaktion darauf in deutschen Medien war dann zu sagen, wenn ein Anwalt hier versucht, das Recht von Opfern zu erstreiten, dann ist es einer, der Kontakte zu radikalen Islamisten unterhält. Natürlich muss er mit denen reden, sonst kann er da vor Ort nichts ergeben. Aber ich meine, ich unterhalte mich auch mit allen möglichen Leuten, mit denen mache ich mich trotzdem nicht gemein. Das ist normale Kommunikation und der Report Mainz ging sogar so weit, dem Anwalt vorzuwerfen, dass er Honorar für seine Arbeit nimmt. Das finde ich interessant. Also es gibt sogar eine Anwaltsordnung, die vorschreibt, dass er nicht umsonst arbeiten darf. Aber egal, er hat für das meiste ja gar kein Honorar genommen. Aber ich finde es einen interessanten Vorwurf, dass man Menschen, die ihren Job macht, vorwirft, dass sie dafür Geld nehmen. Werfe ich meinem Zahnarzt auch nicht vor. Entschuldigung, ist der damalige Offizier nicht noch hinterher befördert worden? Ja. Ja, ja. Fällt mir gerade ein, spontan. Genau, aber also sprich, das setzt voraus, dass ich eine ganze Region, in der Menschen leben, zu Feinden erkläre und sie nicht mehr als Menschen sehe. Also all diese Mechanismen funktionieren nicht ohne diese Entmenschlichungsstrategien, die da sind. Und das ist aber, wie man an dem Beispiel, was ich zu Beginn gezeigt habe, diesem über 100 Jahre alten Beispiel, in Bezug auf die Franzosen ist es uns gelungen, diese Feindbildkonstruktion zu überwinden. Und diese Voraussetzung, dass es geht, sollte uns mutig genug machen, dass man die auch global überwinden kann. Und die Konfrontation, die gerade in der Region am meisten und auch am emotionalsten diskutiert wird, ist die zwischen Iran und Israel. Und da haben junge Menschen aus Israel wenigstens angefangen, Gegenbilder zu setzen. Das ist eine Kampagne, die hat vor 7 Jahren begonnen, als es schon mal auch relativ zugespitzt war. Dass junge Menschen einfach ein Bild von sich gemacht haben und das auf Instagram gepostet haben, auf Twitter gepostet haben, auf Facebook gepostet haben, sodass es global sichtbar war. Iranians, we love you, we will never bomb you. Also als individuelle Botschaft, wir sind nicht eure Feinde, wir wollen nicht eure Feinde sein. Und es kamen dann innerhalb von 2 Tagen ganz, ganz viele Antworten aus dem Iran von Menschen, die gesagt haben, wir wollen nicht eure Feinde sein.
diese Kampagne hat seitdem relativ, sie hat noch nicht es geschafft, einen politischen Mainstream zu erreichen, aber sie hat die Debatte verändert. Und dieses Bilder zu schaffen von wir sind nicht Feinde, sondern wir wollen Freunde sein, ist das, was notwendig ist, um die Kriegskonfrontationssituation zu überwinden, auch um den Kriegsprofiteuren ihr Handwerk zu legen. Aktuell gibt es diese Kampagne vom IPPNW, die noch sehr viel mehr Unterstützung brauchen könnte. Deswegen ist es meine Bitte, auf der Seite vom IPPNW Peace for Iran zu gucken, sich selber dieses Teil auszudrucken, sich fotografieren zu lassen, es weiterzugeben, wer nicht auf den sozialen Medien unterwegs ist. Lasst das Foto von einem selbst über andere, die dort sind, weiter verbreiten. Man kann es auch jemandem in die Hand drücken, man kann alles Mögliche damit machen. Aber wir müssen tatsächlich andere Bilder schaffen. Wenn diese Bilder nur sind, der Iran sind durchgeknallte Kleriker, dann kommen wir nicht zu einer Lösung dieses Konflikts. Sondern die Lösung kommt dann, wenn wir sehen, das sind Menschen, dort gibt es Interessen, die Interessen brauchen einen Ausgleich. Damit lässt sich dann tatsächlich auch Frieden vorbereiten. Und Feindbilder ist das, was in jedem Fall im Wege steht für eine Lösung, für ein Empfinden für Lösung. Und wir sollten nie vergessen, das hat der von mir sonst nicht geschätzte Samuel Huntington relativ deutlich gesagt, der Westen hat die Stärke und die Dominanz in dieser Welt nicht dadurch errungen, dass die Werte so toll waren und dass unsere politischen Ideen so hochstehend sind, sondern der Westen hat die globale Dominanz erreicht durch die Stärke der Waffen. Und diese Waffenentwicklung und die Stärke nicht des Rechts, sondern die Stärke der Waffen ist das, was in der Erinnerung großer Teile der Menschen im Rest, sogenannten Rest der Welt da ist und was das Bild des Westens prägt. Und von daher muss man sich nicht wundern, wenn es nicht immer ein positives Bild ist. Es ist häufig genug trotzdem noch. Das, was mich auch wundert und was zum Teil ja auch ermutigen kann. Aber woher der Hass, die Wut, die Verzweiflung kommt, muss uns eigentlich relativ klar sein und dürfen wir nie vergessen. Und das ist das Asymmetrische, was ich meine. Wir müssen für die Überwindung der Feindbilder nicht nur die Bilder zerstören, sondern auch klar sein, dass diese Machtsituation etwas ist, auf der man nicht dauerhaft Frieden herstellen kann. In diesem Sinne hoffe ich auf eine spannende Diskussion und bedanke mich fürs Interesse. Die erste Meldung, das ist großartig. Ich denke, manche müssen auch erst noch mal ein bisschen denken oder durchatmen, ne? Aber ich fange gleich mal an. Ja, wir haben jetzt sehr viel Interessantes über Feindbilder an sich auf beiden Seiten gehört. Und so am Rande schwang auch mit, dass man die Interessen beider Seiten mal betrachten muss, die hinter diesen Feindbildern stehen. Aber das klang nur so am Rande an. Ich denke, du wirst sicherlich auch sehr viel über die strategischen Interessen Deutschlands erzählen können. Und ich betrachte die Entwicklung der Militarisierung deutscher Außenpolitik seit 1993. Es gibt dieses Buch, was der Herr Lutz vom Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik in Hamburg herausgegeben hat, wo ein Herr Erwin Müller von 1993 darauf hinweist, dass es diesen Krisenbogen gibt, der von Nordafrika bis Indien reicht, wo es um die zentralasiatischen Erdöllagerstätten geht. Er hat 93 gesagt, man passe auf, wie sich Deutschland verhält, wenn die Amerikaner in dieser Region in den Krieg ziehen, ob Deutschland mitmacht. Und Hermann Scheer hat sich dazu sehr klar geäußert, Ende der 90er Jahre oder 2001 auch, wo es um den Afghanistan-Krieg dann ging, ja, dass es hier sozusagen auch um Erdgas- und Erdölinteressen geht. Und jetzt wieder zurück zu den Feindbildern. Für mich ist auch wichtig zu verstehen, welche Interessen bestehen dann im Westen daran, Feindbilder zu schaffen. Ja. Zu den Begriffen, die verunglimpfen, gehört sicherlich auch Verschwörungstheoretiker. Und in dem Sinne will ich mal in der Richtung fragen. Und zwar haben Sie gesprochen von Wellen, die in den Medien stattfinden. Und wenn es Wellen sind, dann ist es ja sicherlich so, dass es nicht rein zufällig ist.
Und damit kommt dann die Frage eben, die sich damit deckt, wer hat den Nutzen dann davon und wer tritt solche Wellen in den Medien dann los? Ich freue mich total, weil ich bin gut vorbereitet auf die Fragen. Ich habe die Interessen deswegen mit Absicht ein Stück weit weggelassen. Ich habe häufig genug über sie berichtet. Und ohne diese Interessen würden Feindbilder eventuell auch funktionieren, aber natürlich nicht so langhaltig und würden vor allem auch nicht immer wieder geschürt werden. Also Feindbilder entstehen auch ohne Interessen, muss man an dieser Stelle sagen. Aber es gibt immer Menschen, die davon profitieren und die dafür sorgen, dass sie weiter tradiert und gefüttert werden. Und es ist klar, dass es mehrere Interessen des Westens im Moment gibt. Wir haben die Situation, dass wir alte und neue Industriemächte haben, also die G7-Staaten, die quasi die alten G8 ohne Russland sind, sprich NATO plus Japan, die auf der einen Seite so die alten klassischen Industrie und, wie soll man sagen, eben die alten klassischen Mächte repräsentieren. Und wir haben die aufsteigenden wie China, Indien, Brasilien gehört nicht mehr in diesen Block. Brasilien ist de facto in den alten Block rübergewechselt, zumindest im Moment unter Bolsonaro. Aber wir haben verschiedene Blöcke von industrieller Entwicklung, die im Wettstreit um die Ressourcen nur funktionieren. Und es ist in der Zwischenzeit keineswegs nicht mehr nur Krieg um Öl. Der ist wichtig, also deswegen ist die Region des Nahen Mittleren Ostens so wichtig, weil viele größere Teile der Industrie und der industriellen Entwicklung immer noch an diesem fossilen Zeitalter hängen. Aber das, was ich gerade andeute, den ganzen Bereich der Lithiumentwicklung, also sprich der elektrobasierten Mobilität, setzt Zugang zu Lithium voraus, setzt zum Beispiel Kontrolle großer Teile Lateinamerikas voraus, erklärt vielleicht vieles, was an politischer Einflussnahme wieder aktuell passiert in Lateinamerika. Aber was wahrscheinlich viele gar nicht wissen, ist, dass eines der größten Lithiumlager oder Erzlager mit eben auch Lithiumanteile in Afghanistan ist. Ja. Ja. Das gehört momentan China. Aber China kann es nicht ausbeuten, solange dort Krieg herrscht. Von daher in diesem Art Wettstreit von wer kann quasi die Batterien, die ja quasi das Öl ersetzen sollen, wer hat darauf Zugriff, ist die Situation jetzt, dass zwar diese Aynak-Mine, vielleicht für diejenigen, die nachgucken wollen, Aynak ist AYNAK, ist wirklich eine der größten Minen in dem Bereich überhaupt, ist noch nicht mal alles exploriert. Und dadurch, dass der Krieg dort herrscht, zwar auch keine Stabilität hergestellt ist, aber eben auch keine Sicherheit für die Ausbeutung der Rohstoffe da ist, hat China nicht wirklich was davon. Und es ist auf den Zugriff auf die entsprechenden Erze entweder aus Afrika oder Lateinamerika angewiesen. Und damit auf die Kontrolle des Westens. Das heißt, diese Rohstoffe und strategische Rohstoffe, wer hat welchen Zugriff auf Handelswege, ist ein wesentlicher Motor der Interessen und der Zuspitzung dessen, was gerade eben passiert. In diesem Kontext ist es interessant, dass China angeboten hat, mitzumachen bei der Beobachtermission. Was interessant ist, in diesem, ob da die NATO-Staaten darauf eingehen würden oder nicht. Es gab ja einen allgemeinen Aufruf, alle, die dafür sorgen wollen, dass es freie Wege gibt, Handelswege gibt, sollen sich beteiligen. Und dann hat Peking gesagt, ja, wir auch. Bin gespannt, was dabei rauskommt. Aber es gibt diese Interessen, wie gesagt, der wesentliche Punkt sind einerseits strategische Rohstoffe und andererseits die Kontrolle der Handelswege. Das sind wesentliche Momente dessen, wo wir überall dort, wo es dann eng wird, kriegerische Zuspitzungen sehen. Und zwar eng sowohl was Handelsrouten angeht, als auch was die Rohstoffe angeht. Gibt es Konjunkturen für diese Feindbilder? Gibt es Leute, die besonders davon profitieren? Ja, natürlich gibt es die. Ich meine, das wäre nochmal ein ganz eigener Vortrag. Ich weiß nicht, ob Uwe Krüger manchen etwas sagt. Uwe Krüger ist ein Wissenschaftler, relativ renommierter Wissenschaftler, der 2013 ein spannendes Buch rausgegeben hat. Der Titel des Buches ist Meinungsmacht.
wobei das der Teil mit der Macht durchaus sehr, sehr ernst gemeint ist, wo er sich wissenschaftlich die Frage gestellt hat, das hat er auch nicht alleine, das war eine ganze Forschungsgruppe, die das untersucht hat, die Frage gestellt hat, ob Journalisten von militärischen und politischen Eliten vereinnahmt werden und ob dieser vertrauliche Umgang dazu führt, dass man die Perspektive von politischen, von politischen Eliten übernimmt und ob bei den wesentlichen Journalisten Problembewusstsein überhaupt da ist oder wo deren blinde Flecken sind. Das ist eine sehr, sehr spannende Untersuchung, die auch immer noch aktuell ist, vor allem weil die Akteure, die er herausgearbeitet hat, so Leitjournalisten, die von anderen auch immer zitiert werden, auch nach wie vor aktiv sind, hat dann geguckt, wer trifft sich wo, mit wem, ich gucke mal gerade, ob es da Dinge gibt, die man ganz schnell und einfach zeigen kann, aber es sind relativ komplexe Netzwerke. Das mag jetzt wie Verschwörungstheorie klingen, aber das ist Netzwerkanalyse. Ist auf dem Plakat, weißt du. Ah, okay, sehr schön. Dass man sich anschaut, bei welchen Events, zum Beispiel bei der Münchner Sicherheitskonferenz jedes Jahr, sich welche Vertreter von Diplomatie, Politik, Militär, Rüstungsindustrie und so weiter treffen und wie dann daraus bestimmte, tatsächlich konzertierte Aktionen werden, dass bestimmte Ideen von die Politik muss die Bevölkerung davon überzeugen, dass Krieg notwendig ist. Also so quasi Mut vor der Bevölkerung zeigen. Solche Mechanismen dann tatsächlich sich entwickeln zu etwas, was von nicht nur von Einzelnen gesagt wird, sondern von relativ vielen gesagt wird und dann schlussendlich übernommen wird von allen. Und eine wesentliche Erkenntnis des Ganzen war zu sagen, es gibt eine zu große Nähe zwischen denjenigen, die schreiben und denjenigen, die Politik machen. Wenn man auf den gleichen Panels sitzt, wenn man abends gemeinsam zusammenständig sitzt, immer wieder die gleichen Leute trifft, dann ist das Problem, dass die Distanz zu dem, was man schreibt, zu dem, was man auch kritisch hinterfragen sollte, viel zu gering ist. Also Atlantikbrücke ist so ein weiterer Punkt, wo immer wieder Zusammentreffen zwischen Journalisten und politischen Meinungsmachern ist oder Berliner Presseclub ist so etwas. Das hier ist das Netzwerk, in dem der Zeit herausgekommen. Können Sie mal kurz zurück machen, etwas länger, ja. Das Vorgehen, ja. Das sind alles nur Ausschnitte. Ja. Netzwerkanalyse ist eine relativ komplexe Geschichte. Ich habe jetzt auch nicht alles mitgebracht. Man daran doch relativ, aber man kann trotzdem relativ viel sehen. Also was auffällig ist, dass es in Deutschland in der Zwischenzeit gar nicht mehr so viele Journalisten gibt und nicht so viel, eine so breite Medienvielfalt gibt, dass sich das ständig gegenseitig kontrollieren würde. Die meisten kennen es, Regionalpresse hat man ein oder zwei, häufig genug auch Monopol. Und deswegen es auch sehr leicht ist, gewisse Einflussnahme zu machen. Und die Folgerungen, die schlussendlich gemacht wurden von Uwe Krüger, ist zu sagen, wer in einem bestimmten Bereich als Journalist Politik macht, sollte über diesen Bereich nicht selber schreiben. Und das wird aber von allen wesentlichen Akteuren im Bereich der Politik auch gemacht, dass sie tatsächlich zusammensitzen und gemeinsam eine Linie rausgeben und über diese Linie dann auch entsprechend schreiben. Ja. Also so ein paar ganz kurze Beispiele davon. Der sogenannte erweiterte Sicherheitsbegriff, dass alles unter quasi so eine Art militärischen Vorbehalt gesetzt worden ist, ist zwischen 2003 und 2010 von diversen Journalisten wirklich konzertiert untergebracht worden. Genauso so der typische Bedrohungskatalog, dass man gegen Klimawandel, für bessere Energieversorgung und gegen Flüchtlingsströme für alles Militär braucht, auch gegen die Cyberangriffe und wirtschaftliche Instabilität und Pandemien, also sprich Krankheiten, gegen alles hilft das Militär. Solche Sachen, genau. Ja. Danke. Da gab es eine sehr gute Sendung von der Anstalt über dieses Thema. Ja. Das war mal sehr schön. Ich habe drei Meldungen. 1, 2, 3. Ja, ich möchte Ihnen beipflichten, es ist ein sehr wichtiges Thema, Medienberichterstattung und mögliche Feindbildpolitik. Ich würde es mal an bestimmten Stellen vielleicht ein bisschen mehr differenzieren.
also auf den Irak-Iran-Konflikt, da ist der Irak ja offensichtlich auch von Frankreich unterstützt worden, oder Staaten, die mit Israel im Konflikt sind auch aus dem Ostblock unterstützt worden. Und der Iran selber ist dann irgendwann später so ein bisschen geheim und an allen möglichen Instanzen vorbei auch von den USA unterstützt worden. Aber klar, es ist lange Zeit, also seit den 80ern, wo ich angefangen habe, mich als Junge dafür zu interessieren, ist natürlich sehr viel Iran-Feindlich gefunden, also gefördert worden, vielleicht auch um auf gewissen Dingen abzulenken. Und ich meine, wenn ich so ein bisschen vergleiche, meines Erachtens, dass sich auch die Tagesschau etwas verändert hat, ich will jetzt kein Ereignis festmachen, aber seit den 90ern ist es doch ziemlich einseitiger, teilweise sehr begrifflichkeitenlastig, wenn ich es vergleiche mit Tagesschau-Wiederholungen, die ich vor Jahren gesehen habe, aus die 80er und 70er getroffen haben. Ich will nicht definieren, wie eine 100% objektive Berichterstattung sein soll. Das ist sowieso nie geben würde, aber da ist meiner Meinung nach schon ziemlich sachlich aus verschiedenen Perspektiven berichtet worden. Jedenfalls sachlicher als die damalige aktuelle Kamera, die allerdings Ende der 80er, glaube ich, auch nicht mehr so gehetzt hat, sondern eher so selektiv vorgegangen ist. Und das ist mal eine Maßnahme, die man der Tagesschau von heute und heute auch so ein bisschen vorwerfen muss. Insofern ganz gut, dass man sich kritisch damit auseinandersetzt. Es war ein bisschen misslich, ja, das 120. Krieg, dieser Konflikt in die Ukraine entstanden ist, weil es auch begleitet war von der einseitig Anti-Russland-Darstellung, aber meiner Meinung nach auch einer etwas polemischen Medienkritik teilweise. Insofern ganz wichtig, das hat nicht zu bleiben. Können Sie bitte eine Frage stellen? Ein bisschen abkürzen? Nee, das war eigentlich nur eine Anmerkung, aber ganz kurz, auch die 79 sind auch die Salinisten, die sich gegen die US-Unterstützte Somoza-Regierung gewandt haben, in der Tagesschau als Freiheitskämpfer dargestellt worden. Okay, danke. Das war mal gut. Können wir nachher noch mal kurz drauf eingehen? Ja, wie werden Kriege gemacht? Ich denke, auch mit Lügen. Das neueste Beispiel ist für mich die Aussage von Herrn Habeck, der ja die Mission der Bundeswehr, dass sie in der Straße von Hormus durchaus unterstützen soll, damit begründet hat, dass die deutschen Schiffe dort geschützt werden. Wer ein bisschen Ahnung von Seerecht hat, weiß, dass die Flagge des Schiffes entscheidend dafür ist, für welchen Staat dieses Schiff fährt. Die betroffenen Schiffe waren aus Antigua oder aus Liberia. Die deutschen Journalisten haben daraus aber norwegische oder deutsche Schiffe gemacht, weil deutsche oder norwegische Reeder oder Banken daran verdienen. Diese Dinge, denke ich mal, gehören zum Journalismus dazu, dass sie dann auch mal recherchiert werden und nicht einfach propagandamäßig hier zur Kriegsvorbereitung beitragen. Also das halte ich für sehr weit verbreitet, dass der Journalismus heute nicht mehr richtig recherchiert und versucht, einigermaßen objektiv zu berichten. Letzte Bemerkung, Herr Schröder hat 2014 in der Zeit-Matinee gesagt, ja natürlich habe ich damals 1999 beim Überfall auf Westjugoslawien das Völkerrecht gebrochen. Aber das muss man dann eben ganz differenziert sehen. Die wurde da in diesem Interview vorgeworfen, ist es nicht völkerrechtswidrig, den Nord Stream mit Russland zusammenzumachen? Und da meinte er, man muss das also wirklich immer ganz differenziert sehen. Also die Interessen spielen eine große Rolle und das Recht immer eine geringere Rolle. Kein Gericht hat eine Klage gegen Herrn Schröder damals zugelassen, obwohl er Völkerrecht gebrochen hat. Hm. Danke. Mir ist die ganze Sache ein bisschen zu akademisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich will mal ein bisschen Pep reinbringen und mal das auf Braunschweig zurückholen. Wir haben eine Korvette Braunschweig, die jetzt plötzlich endlich mal zum Einsatz kommt. Nämlich eine Schwarz von Hormus. Das ist das erste Schiff einer ganzen Klasse von Korvetten.
Angriffsschiffe, eindeutig, können nichts hier verteidigen. Und die waren ja eine lange Zeit kaputt. Und das ist folgendes zu beobachten in Braunschweig. Unter dem letzten Oberbürgermeister Hoffmann, der das ja angestoßen hat 2002, auch wenn er das dann nicht zugegeben hat, sondern er hat dann gesagt, das Verteidigungsministerium wäre auf Braunschweig zugekommen. Der hat das noch, weil das Ding natürlich auch da andauernd kaputt war, einige haben es ja verfolgt, hat dann irgendwann gesagt, mit Versager gebe ich mich nicht mehr ab. Dann war das ausgeschlossen. Worauf ich hinaus will, jetzt seit ungefähr 1,5 Jahre, seit wenigen Monaten, hängt die Fahne, die gebrauchte Fahne unserer Korvette, die sind ja schon mal hier und da unterwegs, die hängt jetzt vorm Ratssitzungssaal in Braunschweig ausgestellt. Frage so der Identitäten. Ja, können wir das nächste Mal berichten in der Zeitung, aber wir sind auch noch ein bisschen mehr gezogen als gebraucht. Okay. Würde es möglich sein, dass wir noch zwei Meldungen dazu haben? Ja, klar. Ja, denn das war der Herr hier und dieser Herr. Sie erinnern sich, der US-Präsident Trump, der hatte Nordkorea mit der Zerstörung gedroht, falls sie nicht nuklear abrüsten. Mich wundert es, dass keine einzige Zeitung oder irgendein Medium mal die Frage aufwarf, warum können Atomkräfte von anderen Staaten verlangen, dass sie keine Atomwaffen haben? Das wäre doch eine Frage, die sich an sich aufdrängt. Und ich glaube auch nicht, dass sich die Masse der Journalisten nur so gängeln lässt, durch irgendwelche Interessengruppen. Ich glaube, dass es an der Urteilskraft geht. Oder an mangelnden Geschichtskenntnissen. Ich meine, wenn man weiß, sagen wir wie Bush Junior, der mit einer Lüge im Irak einmarschiert ist, übrigens im Namen Gottes, der dann den Amerikanern glaubt, dass die Russen also die größte Gefahr auf der Welt sind, oder die Chinesen. Und da vermisse ich in deutschen Medien einfach mal einen klaren Gedanken dagegen. Ich möchte anmerken, dass eben viel in der Presse auch durch Agenturen transportiert wird und da besonders amerikanische Sichtweisen über Associated Press und über Reuters und das wird sehr weitgehend hier einfach übernommen. Also das mit der Korvette Braunschweig finde ich total interessant. Das wäre auch eine schöne Initiative zu sagen, wir sind hier als Braunschweigerinnen gegen diesen Krieg und Kriegsvorbereitung und wir wollen, dass das hier nicht als Symbol einer möglichen Konfrontation weiterhängt, sondern dass es wieder hier abgehängt wird. Wäre doch eine nette Aktion, die man da auch rundherum machen könnte. Und das heißt im Zweifelsfall einfach mit einem Transparent, kein Krieg gegen den Iran, irgendwie keine Unterstützung aus Braunschweig, schön ein paar Bilder machen. So. Also, das musste bisher keine Parteien erzählen, einem das ja auch nicht. Auch noch ein sozialdemokratischer Oberbürgermeister, und wir waren ja froh, dass wir den hatten und den Hauptmann als Ex-NPD da losgeworden sind. Aber so ist es schon. Ich hätte gerne ein Foto davon. Dann kriegen wir sicher hin. Wenn, also im Zweifelsfall auch ohne Aktion, aber wenigstens mal ein Foto von dieser Flagge, weil dann kann man ja so ein bisschen versuchen. Mannschaft mit dem Kindergarten haben wir noch nicht hinten. Toll. Ja, korrekt, also. Aber das ist jetzt halt mein Wunsch. Ich hätte gerne ein Foto davon. Von der Aktion noch besser, aber zumindest mal von der Fahne. So ist meine Nummer 2. Kann gerne noch dazu. Ja, dann bitte. Ja. Also im Zusammenhang mit dieser Korvette, da interessiert mich natürlich der historische Hintergrund auch. Zu dem Zeitpunkt, als die Planung dieser Korvetten war, wir haben ihn gehört, 2002 oder 2006 waren in Dienststellung. Wir haben ja da diese neuen Gefechtswaffen drauf, die auch Landziele bekämpfen können. Und mich interessiert da einfach auch, gab es da von gewerkschaftlicher Seite überhaupt mal Nachfragen, dass da einfach das neue strategische Konzept der NATO war zu dem Zeitpunkt noch gar nicht verabschiedet. Durften solche Schiffe überhaupt mit solchen Waffen in Deutschland konstruiert werden? Das ist doch erstmal die zentrale Frage. Und mittlerweile haben wir ja eine Partnerschaft oder eine Zusammenarbeit hier in Braunschweig mit Kindergärten oder was das hier. Dass sowas auch noch das so gleichend als Image-Kampagne
forciert wird. Also das war vor längerer Zeit schon, ja. Und da haben wir auch protestiert und wir haben uns auch dagegen gewandt. Wir haben mit verschiedenen Aktionen da. Also, aber dass die da jetzt ganz aktuell dort hängt, die Fahne und so weiter, das wusste ich nicht. Da werden wir dran. Rüdiger. Ich finde, der Satz passt auch ganz gut. Die herrschenden Gedanken sind die Gedanken der Herrschenden. Aber von Marx ist der so. Aber an der Stelle muss ich jetzt. In welchem Zusammenhang muss man denn dann eigentlich den Vorstoß von der Kramp-Karrenbauer sich ansehen? Die gab es ja vorher auch schon. Speziell den Parlamentsvorbehalt auch da davon zu halten. Da haben wir uns auch immer eingehängt. Zum Parlamentsvorbehalt ist dazu zu sagen, dass es ganz wenige Staaten in der Europäischen Union gibt, die ihn überhaupt haben. Also Deutschland ist eines der wenigen Länder, bei denen nicht nur ein Präsident oder vergleichbarer oder ein Sicherheitskabinett entscheiden kann, wo das Militär eingesetzt wird, sondern wo tatsächlich das Parlament darüber diskutieren muss. Das Diskutieren halte ich für das Relevantere als das Entscheiden, weil die Regierung hat immer ihre Mehrheit. Aber es muss öffentlich darüber diskutiert werden und dann kann auch öffentlich Kritik dazu geäußert werden. Und wenn der Bundestag sich darüber unterhält, dann gibt es eine gewisse Medienresonanz, dann gibt es ein gewisses öffentliches Interesse. Das ist das, was aus meiner Sicht der Grund war, warum es keine deutsche Libyen-Kriegsbeteiligung gab. Ich bin mir relativ sicher, ohne Parlamentsvorbehalt hätten wir das gehabt. Aber dadurch, dass es schlecht zu rechtfertigen war und auch einer der Koalitionspartner nicht gerade willig war, war das zu diesem Zeitpunkt so, dass diese Libyen-Kriegsbeteiligung Deutschlands zumindest nicht direkt stattgefunden hat. Aber dieser Parlamentsvorbehalt ist ein wesentlicher Hemmschuh für diese sogenannten multinationalen integrierten Truppen, die es ja immer mehr gibt. Also die meisten Militärverbände, die irgendwo zum Einsatz kommen, sind ja keine rein nationalen, sondern sind zusammengesetzt aus Komponenten aus den Niederlanden, aus Komponenten aus Polen, aus Komponenten aus Belgien, aus Frankreich, aus Deutschland, in wechselnder Weise. Es gibt diese NATO-Battlegroups und europäische Battlegroups und NATO-Response-Forces und Very-High-Readiness-Joint-Task-Forces. Also das sind alles verschiedene Worte für multinationale Gruppen aus verschiedenen Ländern und integrierte Verbände. Das heißt, die funktionieren nur, wenn die verschiedenen Teile aus den verschiedenen Ländern mitmachen. Wenn es in Deutschland jetzt bei einem gemeinsamen Einsatz dieser multinationalen Verbände ein Nein geben würde, dass es zum Beispiel einen großen Aufschrei in der Bevölkerung gibt, dann hindert das diese Form der quasi verantwortungslosen internationalen Kriegsführung. Aber ich habe gelernt, dass dieser Vorbehalt aufgeweicht wurde. Es gibt bestimmte Möglichkeiten, schnelle Kriege oder schnelle Angriffe, wo man den Parlamentsvorbehalt sozusagen nachträglich einholen. Das im Parlamentsbeteiligungsgesetz, das ja erstmal die Rechte von Parlamentariern, ja, aber es ist nicht besonders gut. Also allein im Libyen-Krieg waren, obwohl es offiziell keine deutsche Libyen-Kriegsbeteiligung gab, über 100 deutsche Soldaten trotzdem beteiligt. Weil sie Teil von Transportkommandos oder Teil von integrierten Stäben und so weiter waren. Wir haben also jetzt schon diese Realität, dass es schwer kontrollierbar ist. Aber tatsächlich größere Einsätze brauchten Platz vom Parlament. Irgendwelche kleinen unter der Hand, da kann dann hinterher informiert werden, da wird auch immer weiter ausgehöhlt. Aber für die Militaristen ist das ein echtes Ärgernis, dass es eine öffentliche Debatte geben muss über Sinn, Ziel und Zweck von solchen militärischen Abenteuern. Und weil das etwas Befriedendes hat, kämpfen in der Zwischenzeit viele Parlamentarier in anderen Ländern, das so zu haben wie in Deutschland. In Großbritannien haben sie immerhin durchgesetzt, dass es eine stärkere Parlamentsbeteiligung gibt, mit Verweis darauf, dass es in Deutschland das Parlamentsbeteiligung ist. In Frankreich kämpfen die Parlamentarier dafür, dass sie die auch haben. Das steht aber im Widerspruch dazu, dass wir im Lissabon-Vertrag, also der Grundlage der Europäischen Union, und der Grundlage dessen, wie diese Koalition der Willigen in der Europäischen Union als PESCO zusammenarbeitet, da heißt es, die Mitgliedstaaten überarbeiten ihre Entscheidungsfindungsprozesse.
Also gegebenenfalls. Also sprich dort, wo das Parlament mitredet und wo es dann ein bisschen holpriger geht bei der Entscheidung. Das heißt, wir haben verschiedene Prozesse. Einerseits, dass Parlamentarier sagen, wir wollen nicht immer vor vollendete Tatsachen gestellt werden, sondern wir wollen wissen, was gemacht wird. Wir wollen auch mitentscheiden, weil zu der Entscheidung gehört auch immer das Informationsrecht. Das ist vielleicht auch ganz wichtig zu wissen. Ja, also der Europarat macht den Kriegseinsatz. Das Parlament hat überhaupt nichts zu tun. Nein, ich habe nicht vom Europaparlament geredet, sondern die nationalen Parlamente müssen jetzt noch ihre Entscheidung, also nicht das Europaparlament, das können wir vergessen, das wird zweimal im Jahr angehört. Bisschen, kleines bisschen, wenn Sie Glück haben. Nee, tut mir leid, ich habe gut, dass die Nachfrage kam, ich habe mich unglücklich ausgedrückt. Im Lissabon-Vertrag steht, dass die nationalen Parlamente ihre Beschlussfassungsmechanismen für die gemeinsamen Einsätze überarbeiten müssen. In welche Richtung? Nein, in die Richtung, dass es stromlinienförmiger und leichter geht. Also das ist ja bis jetzt so, Bundestagsentscheidung über Afghanistan-Einsatz, Mali-Einsatz und sonstige bedeutet erste Lesung, Debatte im Parlament, Debatte in den Ausschüssen, Auswärtiger Ausschuss, Entwicklungsausschuss, Verteidigungsausschuss und dann abschließende Lesung nochmal im Parlament mit Entscheidung und Debatte. Das heißt, es geht nicht einfach so schnell und es geht nicht einfach so unter der Hand und es ist ärgerlich. Also für mich nicht, aber für bestimmte Militärs ist es halt ärgerlich und deswegen ist der Parlamentsvorbehalt etwas, was man ausbauen muss, um die Löcher zu stopfen und auch zu gucken, dass man die Menschen in anderen Ländern, die dafür kämpfen, dass es bei ihnen auch der Fall ist, unterstützt und nicht entsprechend aushebelt. Aber das ist Kramp-Karrenbauer, ja? Erfüllungsgehilfin der Militaristen, im wahrsten Sinne des Wortes, anders kann ich das nicht dazu sagen. Aber übrigens zur Flagge von Schiffen, wir haben ja jede Menge Anti-Pirateneinsätze und sonst was. Das ist Steuerzahlergeld für ausgeflaggte Schiffe, wo natürlich die Profite landen schon übrigens. In Deutschland. Ja, zum Beispiel. In Deutschland oder wo auch immer auf der Welt. Aber die Arbeitsbedingungen auf den Schiffen sind dann die von Antigua oder sonst irgendwas. Also sprich Sklavenarbeit auf den Schiffen. Versteuert ist nicht. Deswegen wird ja ausgeflaggt. Also das heißt, das ist quasi deutsche Steuerzahlergelder für die Anti-Piraten-Missionen oder für jetzt in der Straße von Hormuz, aber private Profite, die weit jenseits sämtlicher Kontrolle laufen. Das ist eine ganz miese Geschichte. Aber übrigens auch das iranische Schiff hatte keine iranische Flagge. Also das sogenannte iranische Schiff, was festgesetzt worden ist, hatte auch ja, in der Nähe von Gibraltar. Das weiß irgendwie offiziell auch niemand, ob das jetzt wirklich britisches Hoheitsgewässer war. Wahrscheinlich eher nicht. Aber der Rest habe ich eher gesehen als ja, Statements, nichts, was ich ernsthaft kommentieren müsste, würde ich größtenteils sagen. Aber es war die Frage, was sind Qualitätsstandards für Berichterstattung? Und das ist schon der Klassiker. Wenn mir ein Artikel Auskunft gibt über wer macht was, wann, wo, warum, in welchem Umfang und mir vielleicht eine Idee gibt, was die Vorgeschichte des Ganzen ist, dann ist das ein Artikel, den ich überprüfen kann. Also wenn es heißt, was weiß ich, ein iranisches Schiff, ich nenne es jetzt mal iranisches Schiff, wurde festgesetzt im britischen Hoheitsgewässer, weil es gegen internationale Sanktionen verstoßen hat, dann kann ich das überprüfen. Dann kann ich feststellen, nee, das waren EU-Sanktionen und nee, die gelten nur für EU-Staaten, also ist das Quatsch. Aber da kann ich es wenigstens überprüfen. Also wenn ich diese Informationen habe in dem Artikel oder die Begründung finde in den Artikeln, dann kann ich es überprüfen. Wenn aber noch nicht mal das gesagt wird, sondern nur gesagt wird, da wurde verstoßen gegen Recht, Punkt, dann ist es halt schwierig. Habe ich Fakten, habe ich keine Fakten und mit Fakten kann ich ihren Wahrheitsgehalt überprüfen. Zeigt mir dann schon, wie viel Ideologie oder wie viel ernsthafter Journalismus ist drin. Und wir haben das muss man zum Schutz der Journalisten sagen, einen wahnsinnigen Ökonomisierungsdruck. Die haben für ihre Artikel unglaublich wenig Zeit. Und wenn man unglaublich wenig Zeit hat, schreibt man dann lieber ab bei anderen Leuten, die als Referenz gelten. Und das ist in dem außenpolitischen Bereich relativ wenige Journalisten, die als Referenz gelten.
wenn ich quasi bei den anerkannten Koryphäen im Prinzip deren Richtung abschreibe, muss ich es nicht extra begründen. Ich muss aber sehr genau recherchieren, wenn ich eine eigene Linie fahre. Was jetzt nicht heißt, dass es nicht einzelne Journalisten auch machen, aber die Zeit haben sie zum größeren Teil gar nicht. Und dann ist es halt sicherer, ich schreibe halt wie alle schreiben. Und jeder. Die Sache mit dem Lithium, das ist ja nicht der einzige Begriff. Das ist ja viel. Ich habe von Rettet den Regenwald Unterschrift im Internet gekriegt. Da wird das beschrieben, was das alles zerstört. Und die Herrschenden sind doch eigentlich auch nicht hoch. Die sehen doch, durch Kriege wird ja weit mehr zerstört, als erobert wird, wie zum Beispiel die Bombardierung von Ölquellen. Und das Ganze steigert sich, je zerstörerischer diese Kriegstechnik ist. Und dass sie eigentlich auch denken können, das geht ganz schnell, das kann vielleicht ein paar 10, 20 Jahre dauern, dass nichts mehr da ist, worum sich zu kämpfen lohnt, wenn wir darum kämpfen. Also lassen wir das doch lieber. Was geht in den Köpfen vor von diesem, die sind doch auch nicht so. Eigentlich verstehe ich es nicht. Die haben nichts von, gar nichts. Ja, vielleicht nochmal zum Thema Journalismus. Es gibt, was sich wirklich lohnt zu gucken, auf dem Pionpunkt, ich glaube, vom 17.06.2017 die Bundespressekonferenz. Die wurde vorgeschaltet, weil unser damaliger Außenminister sich mit dem Kanzler in Österreich zusammengesetzt hat und sich gegen das amerikanische Gesetz gewendet hat, das quasi in Anwendung von amerikanischen Gesetzen exterritorial versucht, die Nord Stream 2 zu, eigentlich nicht zu boykottieren, sondern zu verhindern. Diese Bundespressekonferenz beschreibt ja die Position, in diesem Fall auch der Bundeskanzlerin, und dort wurde sehr deutlich gesagt, dass das völkerrechtswidrig ist, was dort von Seiten der Amerikaner praktiziert wird. Das muss man sich wirklich ansehen, das ist eine Viertelstunde lang, die lohnt sich wirklich. Es wurde auch immer wieder nachgehakt, warum tritt Angela selber nicht vors Publikum, also vor die Kameras. Es wurde da immer wieder ausgewichen, indem man sagte, das machen wir ja hier in der Bundespressekonferenz. Diese Position wurde auch verbunden, sogar historisch, mit der damaligen Embargo-Politik der Amerikaner, auch wiederum gegen Deutschland, zum Thema Mannesmann-Röhren-Embargo. Wer sich noch daran erinnern kann, da hat Kohl sich massiv damals gegen amerikanische Politik gewehrt und hat gesagt, also die Energiepolitik betreiben wir in Europa und in Deutschland selber. Das war die damalige Position von Kohl. Es ist hochspannend, warum das in keiner Zeitung wirklich jemals zu lesen gewesen ist, dass die Sichtweise der Bundesregierung nicht wirklich diskutiert worden ist. Ja, Schuss. Genau. Also zum einen gibt es da durchaus gelungenen Umgang damit. Viele kennen Herr Jung und Naiv. Das ist ein Herr Jung, der naiv nachfragt, also sprich intelligent nachfragt. Er sagt, er fragt nach wie jemand, der denken kann, aber sich jetzt politisch nicht zu tief in die Materie reinbegibt und fragt dann sehr, sehr gut. Und das kann man aus YouTube-Clips und so weiter verfolgen. Also das ist wirklich sehr schöne, sehr gute, sehr kluge Nachfragen nach den Basic-Informationen, die häufig verschleiert werden. Finde ich einen sehr, sehr guten Umgang damit. Was wir wissen müssen, ist, dass Feindbilder oder auch gleichförmig Schalten von Meinungen in der Zwischenzeit längst nicht mehr Halt macht vom Internet, vor sozialen Medien. Vielleicht haben es viele mitbekommen, dass Menschen, die kritisch aus Kurdistan berichten, die einfach nur sachliche Beschreibungen machen, dort gab es diesen Angriff des türkischen Militärs auf dieses kurdische Dorf, dann Fotos und Informationen darüber posten, dass denen der Facebook-Account gesperrt wird, dass denen Twitter gesperrt wird, weil bei einer sachlichen Information natürlich auch Fahnen auftauchen. Wenn ich ein Foto mache von der Versammlung, dann taucht eben die Fahne auf. Wenn die Fahnen aber verboten sind, dass dann wieder ein Verstoß gegen Gemeinschaftsstandards ist, dann dauert das oder findet erst gar nicht statt bei irgendwelchen Nazi-Seiten, da ist das gar kein Problem.
Aber wenn es kritische Berichterstattung zum Beispiel aus Kurdistan ist, ist es ein großes Problem. Das heißt, Social Media ist nur für bestimmte Meinungen wirklich funktional. Und was mich sehr erschreckt hat, ist, dass im Iran, wir wissen ja, die iranische Regierung ist gegen Twitter und gegen die ganzen Social Media Komponenten, weil sie auch ein bisschen Angst hat, das nicht kontrollieren zu können, aber im Iran nutzt es nahezu jeder. Wenn man ja über einen VPN-Zugang und so weiter das durchaus auch nutzen kann und da wird auch nichts dagegen gemacht. Also selbst die iranischen Politiker, die eigentlich gegen Twitter sind, nutzen das selber für ihre Öffentlichkeit. Also es ist so ein bisschen eine absurde Situation im Iran. Aber was mich wirklich erschreckt hat, ist, dass Twitter in der Zwischenzeit unter der Vorgabe, das wären alles Fake-Accounts, auch kritische Berichterstattung aus dem Iran, die sich auch kritisch mit gesellschaftlichen Entwicklungen im Iran auseinandersetzen, ebenfalls sperrt, sodass das, was nach außen sichtbar ist, nicht mehr ein buntes gesellschaftliches Leben mit unterschiedlichen Positionen, mit Menschen, die für Arbeitsrechte und so weiter kämpfen, ist, sondern was relativ gleichgeschaltet ist. Auf Telepolis kann man es zum Beispiel nachlesen, aber es gibt in der Zwischenzeit auch ein paar andere Berichte, die sich sehr kritisch damit auseinandersetzen, dass diese westlichen Social-Media-Konzerne schlussendlich Wahrnehmungen unglaublich verzerren können. Wo dann alles Mögliche, aus Saudi-Arabien kann alles Mögliche berichtet werden, noch so konservativ, noch so reaktionär, findet seinen Platz auf Facebook, aber aus dem Iran, gerade in einer Art Kriegsvorbereitung, um eben nicht die Vielfältigkeit der Gesellschaft zu zeigen, die Kämpfe der Frauen für Frauenrechte zu zeigen, die Kämpfe von Kinderschutzbünden für Kinderrechte und so weiter, was es ja alles gibt. Das sind ja gesellschaftliche, auch harte Auseinandersetzungen, die da laufen, werden gerade Stück für Stück unsichtbar gemacht, weil die Accounts gesperrt werden. Und es sind zum Teil Accounts, die viel internationale Zugriffe haben. Und wo auch nachvollziehbar ist, dass es keine Fake-Accounts oder keine Bots sind, sondern wirklich reale Menschen, die über real ihres Geschehen berichten. Und was dann immer mehr so eine Gleichförmigkeit der Wahrnehmung, also alles nur so ein unterdrücktes Land. Und, oder nur durchgeknallt oder sonst etwas ist. Also die Manipulationsmöglichkeit ist dann sogar bei sogenannten Mainstream-Medien deutlich geringer, als wir das bei den Social-Media-Giganten haben. Also wir sollten da schon vorsichtig sein und nicht einfach nur mit Bausch und Bogen verurteilen, was wir auf verschiedenen Kanälen bekommen, sondern unsere Aufgabe ist immer, haben wir wichtige Informationen, stimmen diese Informationen, uns Fragen zu stellen. Und für mich war es so der Leitspruch, der meinen Umgang mit Informationen prägt. Dietrich Bonhoeffer hat aus seiner Haft herausgeschrieben, die Macht der einen braucht die Dummheit der anderen. Und er meinte jetzt Dummheit nicht im Sinne, dass die Menschen per se dumm sind, sondern die Denkfaulheit. Dieses Nicht-Wissen-Wollen. Und wenn ich wissen will und mir die Fragen stelle, dann kann ich mit den verschiedenen Informationen durchaus auch ein Bild bekommen. Aber das liegt eben an uns, diese Fragen zu stellen und uns nicht irgendwie bequem in die Dummheit zu fügen. Nur dann haben wir Gegenmacht. In diesem Sinne bedanke ich mich und wünsche einen schönen Abend.